Anfang mal eine Frage, wer hat sich mit diesem Thema überhaupt noch nicht befasst? Da sind schon noch einige dabei. Gut, dann mache ich eine ganz kurze Einführung, damit diejenigen wissen, ja, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Eigentlich war das nie mein Thema, das Thema in der Erde, oder wenn mir jemand davon was gesagt hätte vor 15 Jahren oder 20 Jahren, da hätte ich, die Augen gerollt wahrscheinlich. Aber ich war mit einem Mann verheiratet, der war in einem Orden, der nannte sich Mola, das ist die Abkürzung für mystische Orden hermetischer Lehre Latons. Und das war in dieser Orden sah sich nicht als ein Machtorden, also ist nicht vergleichbar mit den heutigen Machtorden, sondern er sah sich als Bewahrerorden. Das heißt, ein Orden, wo altes Wissen von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und das war ein geheimer Orden über viele Jahrhunderte, weil dieses Wissen, weil die Zeit einfach nicht reif war, offen mit diesem Wissen umzugehen. Man konnte auch da nicht so einfach eintreten. Es wurden bestimmte Leute gefragt, ob sie Mitglied werden wollen. Und so war das auch beim Alf. Alf war ursprünglich überhaupt kein Mensch, der sich so riesig für Orden interessiert hätte. Aber als er hörte, dass er über diesen Orden an altes Wissen rankommt, da hatte er schon großes Interesse. Man sagte ihm damals auch, dass er nicht darüber sprechen darf. Dann hat er gleich gesagt, dann gehe ich gleich wieder, weil mit meiner Frau spreche ich über solche Themen. Und man hat dann gesagt, ja okay, das geht, aber eben nicht nach außen tragen. Ja, dieser Orden wurde 2006 aufgelöst, weil man das Gefühl hatte, dass die Zeit ist jetzt reif, das Wissen muss nach außen getragen werden. Und ohne dass dieser Orden aufgelöst worden wäre, wären auch diese Bücher nicht entstanden. Also Alf hätte über all die Dinge, die da drin stehen, gar nicht schreiben dürfen. Alf ist über diesen Orden mit einem Franziskanerpater in Kontakt gekommen. Das ist im ersten Buch, die Geschichte ist im ersten Buch beschrieben. Er hat über diesen Franziskanerpater bekam er zum Beispiel eines Tages ein Foto vorgelegt von einem Menschen, da gab es ein Foto aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und dann nochmal Anfang dieses Jahrhunderts und man sah keine großartige Veränderung bei diesem Menschen und dann hat Alf gesagt, das Bild ist doch gefälscht. Und derjenige, der dieses Bild gezeigt hat, hat gesagt, das ist nicht gefälscht, die Bilder sind echt. Und ihm wurde dann gesagt, dass es jemand ist, der nicht von dieser Erde ist, ein Außerirdischer ist und die werden 1000 Jahre alt und dann, dadurch machen halt dann 80 Jahre dazwischen nicht so viel aus. Alf hat, also dieser Franziskanerpater starb dann und der Orden hat für diesen Franziskanerpater eine Feier gemacht, also hat den Menschen gefeiert nach seinem Tod und auf dieser Feier war nämlich genau dieser Mensch, der auf dem Foto abgebildet war, mit seiner Frau und dieses Pärchen fiel Alf auch gleich auf und er hat dann gefragt, wer ist das? Weil er da immer noch gezweifelt hat daran und man hat gesagt, das sind Außerirdische, die in der Erde leben und wenn du willst, kannst du die auch kennenlernen. Natürlich wollte er. Er lernte sie dann auch kennen und hatte von da an viel Kontakt mit ihnen und die haben ihm auch gesagt, wenn du willst, kannst du auch nach in der Erde. Im Buch 1 ist dann beschrieben, wie er auf mechanischem Weg reinkommt, aber das gilt nicht für direkt Innererde, sondern nur für die Höhlensysteme. Direkt nach Innererde ist er auf eine ganz andere Art und Weise eingefahren, da gehe ich später drauf ein. Erstmal gehe ich darauf ein, ja, wie kann es überhaupt eine Zivilisation im Innern der Erde geben, wo noch unsere Wissenschaftler sagen, unsere Erde hat einen heißen Eisenkern
und darum ist dann die Erdkruste. Da passt ja überhaupt nichts hin. Das kann höchstens ein Höhlensystem sein. Inzwischen gibt es andere Wissenschaftler, die das völlig anders sehen, unter anderem die italienische Physikerin Giuliana Conforto, die beschreibt, dass es anders sein muss. Die deutsche Physikerin Gabi Müller, die hat mir sogar erklärt, wie die innere Sonne funktioniert. Kann ich, wenn es Interesse da ist, nachher auch drauf eingehen. Die war auf einem Vortrag von mir, kam auf mich zu, sagte, ich kann Ihnen erklären, wie die innere Sonne entsteht. Das fand ich total schön. Ich freue mich natürlich über solche Begegnungen. Und es gibt ein Buch, wer sich dafür interessiert, dem kann ich dieses Buch nur ganz, ganz stark empfehlen. Das heißt Irrtümer der Wissenschaft von einem, ich glaube E-A, aber Kater geschrieben. C-A-T-E-R. Ist relativ teuer, kostet über 50 Euro, aber also für die Menschen, die Interesse daran haben, kann ich nur sagen, es lohnt sich. Ich bin auf dieses Buch über völlig andere Wege gestoßen, aber da kann ich nachher noch vielleicht näher drauf eingehen. Ja, also ich zeige mal ganz kurz, wie die Gabi Müller die innerirdische Sonne und das alles erklärt. Gabi Müller ist eine Physikerin, die befasst sich mit feinstofflichen Wirbeln und sie sagt, alles sind Wirbel, alles besteht aus feinstofflichen Wirbeln, jede einzelne unserer Zellen besteht aus feinstofflichen Wirbeln. Und wir wissen alle schon, das haben auch unsere Wissenschaftler herausgefunden, dass sich um die Erde ein energetischer Torus befinden muss. Und jetzt wollen wir eben das Mikrofon ablegen. Und das hier vorholen, ich rede jetzt mal laut, ich hoffe, jeder versteht mich. Die Gabi Müller ist eigentlich darauf gekommen, also die hat ganz normales Physikstudium gemacht, hat sich dann aber mit den Büchern von Viktor Schauberger befasst und hat das auf das Feinstoffliche übertragen. Sie hat sich auch mit den alten Theosophen befasst, wo sogar auf diese Art und Weise das Uratom beschrieben wurde. Und das ist der, so ist der Torus, wie wir sich unsere Wissenschaftler vorstellen. Ist ein feinstofflicher Torus, der um die Erde geht. Gabi Müller würde jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagt, der ist anders. Aber man kann es an diesem Modell relativ gut sagen. Das ist natürlich nicht authentisch. Ich nehme das ganz gerne, weil man es wirklich gut darstellen kann. Viktor Schauberger hat ja festgestellt, dass Wasser, wenn das meandert, dass es auch wirbelt. Das heißt, wenn Wasser eine Linkskurve macht, dann gibt es dann dreht sich der Wirbel links rum und dann kommt die gerade Stelle und dann, wenn die andere eine andere Kurve kommt, dann dreht sich es halt genau entgegengesetzt. Und die Stelle, die dazwischen liegt, genau dazwischen, wo sich die Drehrichtung ändert, hat Viktor Schauberger festgestellt, dass die hochenergetisch ist, dass sie sogar so energetisch ist, dass da schwere Steine nach oben kommen können, weil die dort getragen werden. Und theoretisch könnte man sich da sogar draufstellen auf die Steine, das würde getragen. Und Gabi Müller hat das, wie gesagt, auf das Feinstoffliche übertragen und gesagt, das ist ähnlich wie hier. Und genau hier in der Mitte ist die Stelle, wo sich die Drehrichtung ändert, von so rum nach so rum. Und das ist eine hochenergetische Stelle und gesagt, da bildet sich eine Sonne. Also sie stellt auch in ihrem Buch, wer sich dafür mehr interessiert, das heißt Viva Vortex, alles lebt. Sie stellt in dem Buch die hypothetische Frage, was würde passieren, wenn Außerirdische kämen und Sonnen sammeln würden und uns unsere Sonne wegnehmen. Sie beantwortet die weiter hinten, sie macht vorher noch einige Erklärungen, beantwortet die weiter hinten nichts, weil sofort wieder eine neue Sonne entstehen würde. Die entsteht nämlich durch die Wirbelbewegung. Und genauso entsteht im Innern der Erde durch diesen energetischen Torus eine Sonne.
Jeder Planet ist hohl, sagt auch Giuliana Conforto und sagte mir auch Alf, weil er es selbst gesehen hat. Ich kann natürlich nichts beweisen, mir braucht auch keiner was zu glauben. Ich kann nur jenseits skeptisch sagen, skeptisch zu sein, bin ich auch, wenn ich ihn höre. Und einfach, ja, gucken, ja, wie kommt es bei mir an oder wie nehme ich es auf. Und, ja, mehr kann ich nicht tun. Ich selber hatte nur telepathischen Kontakt, nur in Anführungsstrichen, also keinen direkten Kontakt. Das lag daran, Alf hat immer wieder, der hätte gerne gehabt, dass ich mit einfahren kann. Er hat dann immer wieder gesagt, gefragt, ob man, warum ich nicht mit einfahren kann. Und man hat ihm dann gesagt, das läge daran, weil ich es nicht in meiner Seelensignatur hätte. Erstens, Seelensignatur ist für die Innerirdischen das, was wir als Aura bezeichnen. Da ist ja. Eigentlich sind unsere früheren Leben da drin gespeichert, ist alles drin gespeichert. Und die Innerirdischen bekommen den Tipp eigentlich, so wurde es dargestellt, von den Seraphim, die sagen denen, wen sie kontaktieren sollen. Also die entscheiden das nicht mal selber. Und dann haben sie aber gesagt, bei Christa kommt noch was hinzu, Christa braucht diesen Kontakt nicht, weil sie telepathischen Kontakt hat zu uns. Mir war das überhaupt nicht bewusst, dass ich telepathischen Kontakt hatte. Ich hätte das weit weggeschoben. Aber sie haben dann eine der Frauen, zu denen ich eine Verbindung aufgebaut habe, so eine seelische Verbindung. Also ich habe mich zu diesem Namen hingezogen gefühlt. Und die hat dann mir immer morgens in der Zeit, wo man noch nicht ganz schläft oder noch nicht ganz wach ist, immer Nachrichten geschickt. Und anschließend wurde Alf angerufen, wie das erkläre ich gleich noch kurz, wurde gefragt, was bei mir angekommen ist. Und das war immer richtig. Und dann hat sie gesagt, so jetzt trau dich, du kannst das mit uns ständig haben. Inzwischen nutze ich das auch, weil ich weiß, dass ich das kann. Und ich weiß, dass es jeder kann. Also mir wurde, dem Alf wurde gesagt, das kann letztlich jeder Mensch, wir haben es nur verlernt, das wieder zu nutzen. Ja, jetzt, um auf das Telefon zu kommen, dann erkläre ich gleich, wie er eingefahren ist. Also im Anfang, als Alf die Kontakte hatte, kam dieser Lör, der auf dem Foto auch abgebildet war, mit dem hat er den meisten Kontakt dann später auch gehabt. Der kam auf die Oberfläche und hat ihm an seinem Handy irgendwas gemacht. Und Alf brauchte danach nur eine dreistellige Nummer anzurufen, legte auf und dann wurde er zurückgerufen. Er hat das mal erzählt, da hat jemand gesagt, wie? Die kamen nach außen und dann irgendwo das Telefonzentrum. Nein, natürlich nicht. Die haben unser Telefonnetz angezapft und das kommt natürlich in Innererde an. Es würde auch aber nichts nützen, wenn ich jemandem die Nummer gäbe, weil wurde dabei in seinem Telefon was eingespeichert, in seinem Handy, sodass das überhaupt funktionierte. Ja, und so riefen die dann ihn an. Und wenn er einfahren wollte, rief er diese Nummer an. Oder man rief von innen an, mit der Frage, willst du einfahren? Und wenn Alf dann ja sagte, dann sagte man ihm, komm um die und die Uhrzeit, an die und die Stelle. Das war irgendeine Stelle in der Natur. Da sei ein Zeitfenster offen. Ich kann bis heute nicht erklären, was damit gemeint ist, aber das hat mit Zeitqualität was zu tun, nicht mit der linearen Zeit. Und wenn er dorthin ging, dann befand er sich plötzlich in so einer Art Blase, so hat er das bezeichnet, und er sagte immer, das ist ein Fahrstuhl nach Innererde gewesen. Letztendlich geschah das über Teleportation und Innererde sagte, das sind Erdporen an den Stellen, wo das leichter geht. Ich selber habe einmal gedacht,
ich will jetzt mal schauen, was passiert da, wenn er dorthin geht. Ich habe nur mitbekommen, er war plötzlich verschwunden. Also, wie? Ja, plötzlich weg. Und ich werde ganz oft gefragt, war er wirklich drin mit dem Körper? Ja, natürlich, er war weg. Und er sagt, er hat dort innen mit den Menschen gegessen. Also er war körperlich dort. Er hat mit den Menschen geredet, er war nicht geistig oder anders da, er war tatsächlich körperlich da. Im Innern der Erde leben zwei Zivilisationen, die ursprünglich auch außen gelebt haben. Also vor vielen tausenden Jahren war innen und außen offen. Und es haben zwei Zivilisationen auch hier oben gelebt. Das eine sind wir, also der Homo sapiens, und das andere sind die, die unsere Wissenschaftler als Neandertaler bezeichnen. Die innerirdischen Neandertaler sagen von sich, sie sind reptlos. Repto bedeutet aber nicht, dass die aussehen wie irgendein Reptil, sondern wir haben alle Reptogene in uns, aber die haben zwei Reptogene mehr. Und deswegen reden die von sich als Reptus. Und wenn Alf sagte, wenn man sie beschreibt, soll man sich wirklich die Zeichnungen angucken, die von Neandertalern im Internet kursieren, die sind ziemlich gut. Also die sehen letztendlich nicht so viel anders aus als wir. Sie sind, haben etwas gedrungeneren Körper, sie sind kräftiger als wir und haben so eine fliehende, nach hinten fliehende Stirn. Man könnte sie auch für primitiver halten, was sie jedoch überhaupt nicht sind. Ich habe in einem der Interviews, die Michael Fuchmann mit mir gemacht hat, habe ich auch davon erzählt und habe dann auch erzählt, dass Alf gesagt wurde, dass sie unsere obere Sonne lieben und dass es bestimmte Stellen in Asien gibt, wo sie gerne nach oben kommen und wo sie unsere Sonne auch genießen können. Und das sind deshalb bestimmte Stellen in Asien, weil sie dort bekannt sind und weil sie dort was ganz Normales sind. Die Menschen nehmen sie einfach so hin, dass sie existieren. Kurz darauf klingelte es bei mir und ein Schweizer stand bei mir vor der Tür und sagte, ich hatte im Interview noch gesagt, dass die dortigen, dass sie in Asien bekannt sind als die Nagas. Und kurz darauf stand dann dieser Schweizer vor meiner Haustür und sagte, ich habe die Nagas gesehen. Ich freue mich natürlich über solche Rückmeldungen, habe dann aber erstmal gefragt, wo und wie. Und dann sagte er, er war in Indien unterwegs hat dort in der Sonne gesessen und dann standen plötzlich sechs nackte Menschen um ihn rum. Und er hat die erst für primitiv gehalten, aber die kamen dann näher und dann hat er gemerkt, die haben eine ganz starke Energie. Also so primitiv können die nicht sein. Und als sie dann noch näher kam, hat wohl eine Frau, also in der Erde ist ein Gruß, wenn man sich begrüßt, hält man die Hand aufs Herz seinem Gegenüber. Und die hat das bei ihm gemacht und da sagt er, die Energie war so stark, dass ich fast umgekippt bin. Und die waren dann plötzlich weg, weil er wollte natürlich mit denen reden, das hat nicht geklappt. Und die waren dann irgendwann verschwunden. Und er hat dann im Dorf gefragt, wer das war, und dann hat man ihm gesagt, das waren die Nagas. Also das ist für die Leute dort anscheinend nichts Besonderes. Nur bei uns würden die wahrscheinlich, wenn die nicht hierher kämen, gejagt. Gehe ich mir einfach von aus, weil sie eben anders sind als wir. Sie sind auch vom Verhalten anders als wir, und daran liegt es, dass sie inzwischen unten wohnen und wir hier oben. Es ist vor vielen tausenden Jahren kamen hier auf der Erde Außerirdische an, die uns letztendlich unseren Planeten ausbeuten wollten und uns dafür versklaven wollten, dass wir für sie arbeiten, dass wir ihnen Energie geben und so weiter.
Und die haben sich erstmal beide Spezies angeschaut. Wir haben halt friedlich miteinander gelebt und haben dann festgestellt, der Homo sapiens, der ist eifrig, der ist schnell bei der Sache, ist für alles offen, geht mit offenen Armen auf alles zu und ungeheuer wissbegierig, während dieser Repto oder Neandertaler ist bedächtiger, der überlegt erstmal sechsmal, bevor er was tut, ob sich das lohnt, das zu tun. Es kostet ja Energie. Er ist sicherlich nicht weniger klug als wir, aber er schaut sich erstmal alles von allen Seiten an. Ja, während wir so, tun oft und denken danach, und er denkt, die denken erstmal ganz lange, bevor sie tun. Und es ist dann ganz ziemlich offensichtlich, wer leichter zu versklaven ist. Das waren wir mit unserer forschen Art. Und man hat dann später angefangen, beide Spezies aufeinander zu hetzen. Das ist beschrieben in Mahabharata als die Bruderkriege. Dort hat man hat zum Beispiel gesagt, der Repto ist empfänglicher für das Böse, das hat man uns gesagt, ja, der ist empfänglich für das Böse. Die sind schlecht und die bringen die bösen Energien auf die Erde und solche Dinge alle. Und es gab muss ganz massive Kämpfe zwischen beiden gegeben haben. Allerdings sagte ich ja am Anfang, der Rektor ist eigentlich träger in seiner Art, der wollte gar nicht helfen. Er hat sich natürlich verteidigt, aber hat dann irgendwann gesagt, wir teilen uns die Erde auf, wir gehen nach innen, ihr bleibt oben, die Sache ist erledigt, wir machen in der Erde energetisch dicht. Es sind einige Homo sapiens noch mit nach innen gegangen, die das auch nicht mitmachen wollten, und wir haben uns letztendlich davon einfangen lassen und leben heute in einem System, das nicht mehr menschengerecht ist, das uns letztendlich kaputt macht. Die Reptus und die Homo sapiens in der Erde konnten wieder in ihre Kraft kommen im Laufe der Jahrtausende, während wir immer weiter gesunken sind. Ja, wie leben die dort? Also, ich weiß nicht, wer die Anastasia-Bücher gelesen hat. Der ist schon ziemlich gut dran. Stasa sagte zu Alf, 90% von dem, was dort beschrieben ist, leben wir hier. Also, letztendlich kann man das relativ gut übertragen. Und als ich mitbekommen habe, was Alf alles erzählte, das stimmt ziemlich gut überein mit dem, was auch Anastasia erzählt. Die Menschen leben auf Landsitzen, sie ernähren sich von ihren Landsitzen. Es gibt keine Städte, es gibt Dorfgemeinschaften. Und ich werde ganz oft gefragt, warum gibt es da unten, warum gibt es bei uns Kriege, warum können wir nicht mal mit den Nachbarn in Ruhe leben und warum gibt es das unten nicht? Die sind doch genauso Menschen wie wir. Und da kann ich nur antworten, das liegt daran, weil die Innerirdischen sich über ihr Sein definieren. Und wir haben uns beibringen lassen, uns über das Haben zu definieren. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und nur übers Haben wollen, immer mehr haben wollen, entstehen Kriege. Egal auf welcher Ebene. Angezettelt sind die von höchster Ebene, aber auch da steckt dieses Haben wollen dahinter, dieses Erobern wollen. Und auch unser Krieg mit dem Nachbarn hat meistens mit diesem Haben wollen zu tun. Also abgrenzen gegen alle und gegen alles. Wenn Menschen sich über ihr Sein definieren, dann ist das alles nicht nötig. Dann fällt das alles weg. Und deswegen haben die, seit die damals dicht gemacht haben, keine Kriege mehr gehabt. Und bei uns haben die Kriege nie aufgehört. Ich werde oft gefragt, gibt es dort Regierungen? Auch da kann ich sagen, nein.
weil die Dörfer sich selbst organisieren. Natürlich muss es eine gewisse, der Menschen zusammenleben, eine gewisse Organisation geben. Es gibt sowas wie Zwölferräte in der Erde. Also Räte, wo Menschen reingehen, die einfach, einfach gerne organisieren, die das gut können, und die gehen dann da rein. Es will gar nicht jeder in diesen Rat, weil man hat nichts davon. Es gibt kein Geld und man hat auch nicht mehr Ansehen, weil das gibt es dort nicht. Also jeder Mensch hat gleiches Ansehen für das, was er tut. Und es macht letztendlich Arbeit, und wenn man die nicht gerne macht, dann ist es völlig unsinnig, da reinzugehen. Also es gehen nur die Menschen in solch einen Rat, die einfach gerne organisieren. Das Gleiche kann man übertragen auf in höhere Ebenen, also 12 Dörfer zusammen haben wieder einen Zwölferrat, und 12 von diesen wieder, geht also immer weiter auf 12 bis auf Gesamtinnenerde, da sind es dann 144, das ist dann der kleine Rat, den die dort haben. Der kleine Rat vertritt Innererde letztendlich nach außen. Es gibt noch einen großen Rat, und der große Rat, das sind, ich weiß nicht, wie viele das sind, es sind sicherlich mehr, aber es kommen immer nur Menschen zusammen, dass es durch 12 teilweise sind. Und woran das liegt, erzähle ich gleich. Aber der große Rat, das sind halt verschiedene Planeten, Populationen, die vedisch leben, die also so leben, wie in der Erde lebt. Und das sind viel, viel mehr Mitglieder, aber zusammen treffen werden immer nur 12, weil das hat mit der Energetik was zu tun. Ich sage, unser Universum basiert auf der 12. Wir haben auch 12 Dimensionen. Und die 12 entspricht der nächsthöheren Ebene, also nein, entspricht der 13. Und die 13 ist gleichzeitig die 1 in der nächsthöheren Ebene. Das heißt, wenn 12 Menschen zusammenkommen, geschieht so eine Art, wir würden das als Erleuchtung bezeichnen. Ja? Also deswegen hatte Jesus zum Beispiel 12 Jünger. Ja? Er war die 13. Und die haben den Christusgeist angezogen dadurch. Und das ist dann, wie gesagt, auf der nächsthöheren Ebene entspricht das der 1. Und auch, König Artus hatte auch 12. Es geht also auf Urzeiten zurück, diese 12. Und in der Erde sind das eben auch 12, oder die Zahl ist teilbar durch 12, wenn es mehr sind, weil man mehr braucht. Wer die Bibel kennt, der weiß, dass wir auch mal 12 Stämme Israel, dass es mal 12 Stämme Israel gab. Und Israel war eigentlich die Bezeichnung für die Erdenbevölkerung ursprünglich. Heute ist es einen Stamm, der sagt, wir sind Israel, das ist der Stamm Juda. Was falsch ist, wenn jeder, der die Bibel liest, kann es lesen, dass es 12 Stämme gab, und diese 12 Stämme existieren noch. Und die Germanen, also dazu gehören auch Slawen, Kelten und so weiter, diese Germanenstämme waren der Stamm Benjamin, also einer dieser Stämme. Und jeder Stamm hatte eine bestimmte Grundaufgabe, so könnte man das bezeichnen. Und auch hier sind wir jetzt bei dem, was damals passiert ist. Es kamen die Außerirdischen, das ist auch geschrieben, also zum Beispiel steht in der Bibel plötzlich erscheinen die Assyrer. Und wer diese indischen Veden liest, der kennt das Wort Asura. Und das steht für die Dunklen. Und die Assyrer haben nämlich die 12 Stämme Israel verdrängt. Also auseinander
getrieben und in Keile dazwischen getrieben. Und es gab dann einen Gott, der eins dieser 12 Stämme zu seinem auserwählten Volk gemacht hat. Und das ist das probateste Mittel, um Zwietracht zu säen. Und das ist passiert. Also deswegen haben wir heute noch, sind die 12 Stämme nicht mehr aufzufinden. Man kann es. Ich hatte Kontakt mit einer anderen Kontaktlerin, die kam aus der Mongolei, die Doye, mit der hat Alfie in der Erde getroffen. Und die war Völkerkundlerin an der Universität in Ulan Bator. Die hat sich genau mit diesen 12 Stämmen befasst. Mich hat das auch höchst interessiert und ich habe mit ihr, die konnte Deutsch, ich habe mit ihr hin und wieder mal telefoniert und letztendlich hatte sie mir mal eine Liste dann mitgegeben, wo die ganzen 12 Stämme drauf sind. Ich fand bei einem oder zwei Stämmen, habe ich ihr gesagt, die fand ich falsch, habe ihr dann meine Seiten gegeben und bei einem haben wir uns auf meine Sicht geeinigt, bei dem anderen sind wir uneinig. Aber es ist ja auch nicht schlimm, das darf ja auch sein. Aber letztendlich können wir die alle finden, wieder, diese Stimme. Also alle Deutschsprachigen, letztendlich die Slawen, sind Stamm Benjamin. Ja, jetzt gehe ich weiter zu Ihnen. Das war jetzt nur ein kurzer Exkurs, wie das überhaupt passieren konnte, dass man uns derartig in den Griff bekommen hat. Das hat man über so eine Zwietracht, den man zwischen uns gesät hat, geschafft. Und wir hängen heute noch daran fest, dass wir sagen, es gibt ein auserwähltes Volk, alle anderen sind nichts. Was ich persönlich sehr heftig finde, ich finde, jeder Mensch hat den gleichen Wert wie ein anderer. Und man macht, das ist ein Spiel, das wird heute noch gespielt, auch wenn wir in die heutige Situation gehen, wo man ganz viele Menschen von Afrika hierher bringt, die sind aber genauso Opfer wie wir und die werden benutzt, um Keil zwischen den Völkern zu schlagen, um uns dazu zu bringen, gegeneinander zu kämpfen, weil man nämlich dann dadurch alles durchsetzen kann und Kriege entfachen kann. Genau das hat man vor. In der Erde gibt es sowas nicht. Da leben die einzelnen Spezies friedlich nebeneinander, weil es gibt keinen, der ist höher oder der ist niedriger. Also diese ganze Hierarchiegebäude sind künstlich aufgebaute Gebäude. Und warum man das macht, da gibt es sogar zwei verschiedene. Das ist auch die größte Möglichkeit gewesen, uns zu versklaven. Und das beschreibe ich jetzt mal ganz kurz dabei. Also ich habe eins der Bücher, heißt Kreuzfeldplanet. Und das zeige ich hier mal auf, was das... Ja, aber ich kann auch laut sprechen. Du kannst auch laut sprechen. Okay, ja, gut. Also ich wollte eine Opernsängerin werden. Und ich habe die Stimme dazu. Nur es ist natürlich belastend, wenn ich die ganzen Abend so ohne Mikro spreche. Also, wenn wir hier den Urmenschen haben, so mache ich sie einfach zum Headline. Hier sind die 12 Dimensionen und hier oben ist die göttliche Dimension. Also die ist riesig. Eigentlich ist das keine Gerade, sondern es geht schräg. Ja, es wird immer weiter, immer größer. Hier ist ganz klein. Aber letztendlich wird das so. Da gibt es hier eine Ebene, das ist, wenn wir uns unsere Dimension vorstellen, dann wir sagen ja immer, wir sind in der
in der dritten Dimension, das stimmt nicht, wir sind in der vierten, sonst könnten wir drei Dimensionen überhaupt nicht überblicken. Wir überblicken die ersten drei Dimensionen ohne Probleme und die vierte Dimension ist die Dimension der Zeit und die überblicken wir noch nicht vollständig. Wir denken ja, alle Zeit ist linear, ja, ist sie nicht. Und wir können auch Zeit händeln, wir können Zeit dehnen, wir können Zeit schrauben. Zeit hat unterschiedliche Qualitäten, Zeit ist also viel, viel mehr als wir denken. Und wenn wir das alles überblicken, dann befinden wir uns nämlich in der fünften Dimension. Und die fünfte Dimension, fünfte und sechste Dimension sind, da verändert sich nicht unser Körper, sondern da verändert sich unsere Wahrnehmung, unsere Möglichkeiten zu tun. Die fünfte und sechste Dimension sind, wenn es interessiert, dem kann ich Burkhard Heim empfehlen, der Physiker, der hat das auch sehr schön beschrieben, das sind Informationsfelder für die Materie. Und Ende der sechsten Dimension, also sagen wir jetzt 5 und 6, also bis hier befinden wir uns, hier, dann kommen 5 und 6, und hier gibt es eine Ebene, die nennt in der Erde, das ist die luziferische, das luziferische Feld oder die luziferische Ebene, das ist nämlich da, wo es vom Materiellen ins Feinstoffliche übergeht. Und hier beginnt Plus und Minus. Also hier ist alles polar und hier ist nicht mehr polar. Hier ist, obwohl hier auch die fünfte, sechste unterliegt noch der Polarität, obwohl es nur schon keine direkt materiellen Ebenen, sondern wirklich nur noch Informationsebenen sind. Und hier in diesem luziferischen Feld passiert halt, wenn wir mit diesen Energien, die wir in der Mitte, wo wir uns in der Mitte befinden, nicht klarkommen, wo wir trennen zwischen Plus und Minus oder zwischen Gut und Böse. Also das passiert so. Es gibt Menschen, das sind die, zum Beispiel die Religionsinstitute, die sagen, Materie ist alles schlecht. Die erheben alles das, was außerhalb der Materie ist, als gut. Die sagen, ihr habt zu Gott zu beten und ihr habt hier nicht zu leben, sondern ihr habt hier euer Last zu tragen, weil irgendwann kommt ihr hier hin und dann seid ihr im ewigen Leben, da seid ihr glücklich. Ja? Und es gibt die anderen, die sagen, das hier oben existiert überhaupt nicht. Hier ist Ende. Ja? Und wenn Menschen, die vorher in der Mitte sind und bis ins göttliche Geistfeld kommunizieren, die konnten mit Gott kommunizieren, Menschen, die hier in der Mitte sind, können das, durch alle Ebenen hindurch. Wenn die sich auf diese oder diese Ebene begeben, dann spürt man nicht mehr, dass man durch alle Dimensionen hindurch mit allem verbunden ist. Man wird also innerhalb der Materie sehr einsam. Und man schafft sich da diese Ersatzstrukturen. Das sind hier, weiß ich, Kirchen oder Religionsgemeinschaften, das sind aber auch so Guru-Strukturen. Also wer so meint, er braucht noch das und das und das, das ist alles das. Es gibt ja auch heute bei uns in der Esoterik-Szene auch Menschen, die sagen, alles das, was materiell ist, sollen wir abschaffen. Ja? Die sagen, das ist schlecht. Also zum Beispiel sagen, unser Ego ist schlecht. Die sagen, unser Wille ist schlecht. Die sagen, unser Verstand ist schlecht. Aber das sind letztendlich alles Werkzeuge, um die Materie zu begreifen. Die brauchen wir ganz dringend. Also die erniedrigen das, erhöhen das. Und hier, das wird völlig negiert, das sind dann diese staatlichen Strukturen alle. So. Regierungen und so weiter. Und das sind alles pyramidale Strukturen. Das heißt, oben die große Spitze und unten, oben die kleine Spitze und unten die große Masse. Und von oben nach unten wird dirigiert. Und das sind beides pyramidale Strukturen. Das sind Kollektive, sogenannte Kollektive.
Wir sagen, wir reden oft von, im Kollektiv ist alles besser. Man muss bei dem Wort Kollektiv aufpassen, wo kommt es her? Das kommt nämlich von dem Wort Collective, zusammensammeln. Und das heißt, letztendlich bestimmt im Kollektiv immer das, was hier oben ist, was unten gemacht werden muss. Und das wird von oben nach unten gebracht. Menschen, die hiermit verbunden sind, die brauchen sowas nicht. Die brauchen eine Gemeinschaft von anderen Menschen. Eine Gemeinschaft bedeutet, die Menschen haben gleiche Ideen, gleiche Ziele. Haben die hier überhaupt nicht. Die kriegen die aufgedrückt. Das ist also, ich unterscheide sehr klar zwischen Gemeinschaft, in Innererde gibt es Gemeinschaft. Ja? Und Kollektiv, hier bei uns gibt es Kollektive. Und Alf hatte, ja, es entsteht dadurch natürlich auch Gut und Böse. Also wir schaffen uns Satan selber dadurch, dass wir aus der Mitte gehen. Und wir erschaffen uns das Böse selber. Diese, für Innererde ist diese Energie völlig neutral. Sie ist letztendlich die Rundspann von der feinstofflichen in die materielle Welt, mehr nicht. Ja, aber sobald wir anfangen zu sagen, der Verstand ist schlecht, ja, erschaffen wir dann etwas Böses. Und genau das passiert bei uns natürlich. Deswegen ist es das Wichtigste, was wir tun können, in unsere Mitte zu kommen. Es wird dann aber auch oft gesagt, wir sollen aufhören zu werten. Nee, das stimmt nicht. Werten hat was mit unseren Werten zu tun. Ich kann nicht, also wenn für mich irgendwas nicht gut ist, dann ist es für mich nicht gut, dann weiß ich das. Nicht urteilen ist was anderes. Das heißt nicht das ursprüngliche Teil. Und wenn ich urteile, dann stelle ich meine Werte nicht über die eines anderen. Dann sage ich, das, was du machst, ist schlecht. Das ist die Urteil. Ja? Das kann ich nicht, weil ich nicht weiß, was für einen anderen schlecht ist. Ich werte schon, aber ich urteile nicht. Und das ist das, was passiert, wenn man hier aus der Mitte gerät. Das ist, und so sieht unsere Welt heute aus. Natürlich gibt es das Böse und das Böse kann uns, wenn wir uns dafür öffnen, auch sich unserer bemächtigen. Wir machen uns dafür offen. Und dieses überhöhte Gute ist, Armin Riesi sagte mal dazu, das ist das Licht, das Schatten wirft. Denn das Licht wirft keinen Schatten. Das ist also das Licht, das das erzeugt. Das ist der Schatten. So. Und da sind wir dann gleich bei den Dimensionen. Also, als Alf mal in Innerede war, da sagte jemand zu ihm: Pass mal auf, guck mal da auf deine Bank, auf die Bank, wo deine Jacke liegt, da passiert gleich was. Und es entstand dort, dass wir bezeichnen das als Orbs. Ja? Er konnte also so eine kleine Lichtkugel sehen, die wurde immer größer und größer und größer und dann stand vor ihm plötzlich ein Menschenwesen. Und dieses Menschenwesen, sagte er, sei ein Seraphim. Also das, was wir als Gottes höchste Engel bezeichnen. Und er hat gesagt, er musste sich materialisieren, weil Alf halt nicht in der Lage war, telepathisch mit ihm zu kommunizieren. Wir können das alle, aber auch Alf hatte ja diese Fähigkeit noch nicht wiederentwickelt. Und dieser Seraphim sagte zu Alf: Ihr seid so selbstvergessen, dass ihr überhaupt nicht mehr wisst, wozu ihr auf der Erde seid, wozu ihr in die Materie gegangen seid. Er sagt, ihr haltet uns und euch wird erzählt, wir sind ganz oben und ihr seid ganz klein, ganz unten. Sagt er, das ist nicht der Fall, sondern wir agieren innerhalb der Materie aus unterschiedlichen Ebenen heraus. Wir von unten nach oben und
sind dazu da, um uns zu unterstützen. Der sagte zum Alf, ihr werdet in der Lage, wenn ihr in eure Mitte kämt, euch irgendeinen kalten Planeten im Weltall auszusuchen. Jeder Planet hat ein morphisches Feld um sich herum. Mit euren Gedanken diese morphischen Felder so zu gestalten, dass dort Flora entsteht und Fauna entsteht und dass ihr dort danach irgendwann inkarnieren könnt. Wir wären dazu in der Lage. Wir haben überhaupt keine Ahnung mehr, dass wir Schöpfer hier sein könnten. Und er sagt, ihr seid hier, um Gottes Schöpfung weiterzuführen. Und was tun wir? Wir denken, wir müssen die Scheiße unseres Angesichts unser Brot verdienen. Wurde uns gesagt. Und so hält man uns auch letztendlich. Das kann ich noch ergänzen. Mein Sohn fragte mich mal, da war er so etwas über 20, Mama, was können wir überhaupt in der Materie, was Geist nicht kann? Und konnte ich ihn zuerst nicht beantworten. Ich habe dann abends im Bett gelegt, habe darüber nachgedacht. Mache ich immer. Ich mache das immer abends im Bett, solche Dinge. Und er hat dann, ich bekam dann Bilder. Ich bekam Bilder von einem Menschen oder einem Kind, was auf dem Schlitten den Berg runterfährt, durch den Schnee jubelt. Ja? Ich bekam ein Bild von Menschen, die an einem heißen Sommertag mit großer Freude in einen kalten Bergsee springen. Ich bekam Bilder von Menschen, die gerade ein Kind geboren haben. Und so weiter. Also lauter Bilder von Situationen, wo wir ganz starke positive Gefühle haben. Und mir erschienen dann im Kopf die Worte, die Gefühle sind. Das heißt, wir sind hier, um Gottes Schöpfung nicht nur weiterzuführen, sondern auch zu erleben, zu genießen. Und die Gefühle, die schicken wir dann hier hoch in diese Ebenen. Weil ein feinstoffliches und geistiges Wesen kann das nicht so genießen. Es geht nicht, funktioniert nicht, weil es den Körper nicht hat. Bei uns entstehen die Gefühle durch dieses körperliche Tun. Und erleben diese Dinge aber über uns. Also dadurch, dass wir das tun. Und was schicken wir oft hoch? Angst, all die negativen Dinge, die wir täglich erleben. Ich finde, es ist wirklich eine Katastrophe, wenn man sich das vorstellt. Ja, Alf bekam auch dann die Information, also zu den weiteren höheren Dimensionen, einfach nur ganz kurz. Es gibt dann den feinstofflichen Bereich, das ist 7. bis 9. Dimension, also 7, 8, 9. Und darüber sind dann die geistigen Bereiche, 10, 11, 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja. Und das ist 7, 8, 9, das ist der feinstoffliche Bereich. Und da befinden sich Naturwesenheiten, da befinden sich auch das Morphofeld und alles das, was eben feinstofflich ist, alle Felder, so feinstoffliche Felder. Und hier befinden sich dann die Geistwesen, also Engel, alles das, was wir als geistige Welt bezeichnen. Das ist halt Geist. Warum unsere Welt so aussieht, hat einen Grund. Ich sprach ja ganz kurz von den morphischen Feldern oder Morphofeld insgesamt, nennt sich das Morphofeld. Und, oder so bezeichne ich zumindest Robert Sheldrick. So. Und ich sagte am Anfang, hier sind zwei Informationsfelder, die zum materiellen Bereich gehören, die 5. und 6. Dimension. Und hier in diesem Bereich,
in diesem Bereich, wo es ins Feinstoffliche übergeht, hat man dem Morphofeld eine künstliche Matrix vorgesetzt. Und die regiert uns. Darin sind all diese Dinge gespeichert, die uns festhalten hier in dem System. Also es gibt da im Internet ein sehr schönes Bild, das zeigt so auf eine Straße, wo die Menschen langlaufen und rechts sind lauter Schilder. Kümmere dich um deine Gesundheit, beachte das, beachte das, beachte das, arbeite und so, konsumiere und so weiter. Und hinter diesen Schildern ist dann grüne Wiese und Natur und alles. Und die Menschen kriegen es gar nicht mehr mit. Die befinden sich, wir sind gesteuert von dieser künstlichen Matrix, die man uns gesetzt hat. Und das passiert ganz leicht über sogenannte Elementale. Ich bin auf das Thema Elementale gestoßen, wenn man in den gnostischen Schriften kommen die schon vor. Aber ich bin einmal ganz direkt drauf gestoßen durch meinen kleinen Enkel, mein ältester Enkel. Der wird 18 jetzt dieses Jahr, und der war damals drei Jahre alt war. Und der hatte einen jüngeren Bruder, und der hat ihn immer geärgert, diesen Bruder. Also richtig heftig, dass der immer zum Heulen kam. Und ich habe ihn dann mal gefragt, warum machst du das? Und er sagte zu mir, zeigte in der Ecke und sagte, die finden das gut, wenn ich das mache. Und ich sagte, die sind lustig. Und ich habe dann überlegt, und wann ich auf dieses Thema Elementale schon mal gestoßen habe, gedacht, das sind die Elementale. Er kennt die noch, wir sehen die ja nicht mehr. Elementale sind Wesenheiten, die entstehen, also ich beschreibe das immer gerne so so über das Thema Wasser. Wenn wir am Wasser stehen und ins Wasser einen Stein reinwerfen, dann entsteht eine Welle. Und wenn wir da, die ebbt aber wieder ab. Wenn wir aber immer wieder an die gleiche Stelle Steine schmeißen, dann bleibt die Welle und wird auch eventuell größer. Wenn ich jetzt ganz viele Menschen dazu bringe, ständig an die Stelle Steine reinzuschmeißen, werden riesige Wellen entstehen, würden theoretisch riesige Wellen entstehen. Und das passiert im feinstofflichen auch über unsere Gedanken, also vor allen Dingen über Bilder. Wenn ich ein Bild in dieses Morphofeld setze, oder so in den Anfangsbereich des Morphofeldes, dann verändere ich durch die Gedanken, dort passiert dort was, ja, so eine Welle. Wenn ich, aber die ebbt wieder ab, aber wenn ich ganz viele Menschen dazu bringe, diesen Gedanken zu folgen, dann entstehen dort riesige feinstoffliche Gebilde, die alten Mystiker Elementale nannten. Und jedes Elemental hat das Bestreben, sich zu materialisieren. Und darum wissen auch unsere, ja, die uns im Griff haben, die nämlich genau diese künstliche Matrix aufbauen. Deswegen werden wir berieselt mit ständig negativen Nachrichten, mit Nachrichten über Krieg, mit Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes, mit all diesen Themen, weil wir nämlich dann mit unseren Gedanken diese Elementaren schüren und die materialisieren sich. Dadurch, dass wir sie schüren mit unseren Gedanken. Das ist ein ganz einfaches System, das weiß von denen, die uns im Griff haben, jeder, nur wir haben es vergessen, dass wir das tun. Und ich kann nur jedem empfehlen, der daraus will, sich all diese Dinge nicht mehr anzuziehen. Ich will damit nicht sagen, dass wir Augen verschließen wollen, sollen Ohren verschließen, wie die drei Affen den Mund zu machen, sondern wir sollen uns natürlich informieren, aber denen nicht ständig Nahrung geben. Ich habe dann zum Beispiel zu meinem kleinen Enkel gesagt, ich habe dem erklärt, dass die davon leben, dass er das tut, dass die das natürlich gut finden, wenn er seinen Bruder ärgert. Aber die freuen sich, wenn du dann mit deiner Mama Ärger kriegst, weil du das machst. Und ich sage, willst du mit deiner Mama Ärger kriegen? Sagt er, nein. Und irgendwie kam
kamen wir so auf dieses Gespräch, er hat das irgendwie aufgenommen, dass die das deshalb gut finden, weil die davon leben, dass er das macht. Und ich habe ihm dann gesagt, wenn du das nicht willst, dass die das tun, oder dass du Ärger mit deiner Mama kriegst, dann mach doch einfach so und sag, ich will das nicht. Das Herzchakra schließen, letztendlich. Und meine Tochter, es hörte auch auf, meine Tochter sagte mir dann, die merkte manchmal beim Spielen, wenn er plötzlich aufhörte zu spielen und dann so machte und sagte, geh weg, ich will das nicht. Also es hat noch eine Zeit gedauert, ja, aber er hat es irgendwann begriffen. Und dann war die Sache erledigt. Also wir können, das Einzige, mit diesem Elementar fertig zu werden, ist die Auszone, in keine Energie mehr zu denken. Wenn wir all dem, was uns so vorgespiegelt wird, oder vorgespielt wird, dass wir sind, dem alle keine Nahrung mehr geben würden, dann wir hätten nicht die geringste Macht mehr über uns. Nicht die geringste. Wir haben Macht über uns, weil wir ihnen die Macht geben. Damit. Alf hat mal in Innererde, er hat viel Anschauungsunterricht gekriegt dort, viel erfahren und dann hat man, und einmal hat ihn das so aufgeregt, was er da erfahren hat, dass er einen richtigen Wutanfall gekriegt hat. Und dann hat Nasma Krai, sagt von sich, er ist ein Draco, das ist auch einer, der von seinem Planeten in Innererde zu Gast ist, als Vertreter seines Planeten, hat er sich die Ohren zugehalten und hat gesagt, mäßige dich, wenn wir Dracos hören, denken wir, boah, die sind ganz schlimm oder so. Aber im Gegenteil, das Gegenteil war der Fall. Er hat gesagt, das halte ich nicht aus, wenn du so einen Wutanfall kriegst. Und wenn ihr wüsstet, wie stark ihr seid, könnte euch niemand überhaupt irgendwie versklaven oder irgendwas tun. Ihr seid viel stärker als wir. Mental. Es gibt nur eine Spezies, die noch stärker ist, kommt auch in den Büchern vor, mit denen hatte Alf auch Kontakt, die nennen sich Voltren. Einer von diesen Voltren ist bei uns bekannt geworden als Götterrote Pan. Diese Voltren sehen ganz wirklich aus, wenn Alf die gesehen hat, dachte er, hat er immer im Kopf Ziege. Und da das, weil die sind halt so, sind relativ klein, so 1,60 groß im Schnitt, also so wie ich. Und haben eine etwas weißliche Haut, weil sie weißlich behaart ist, so ganz fein weißlich behaart. Alf sagt immer, sie haben was Ziegenhaftes, ich weiß nicht wieso. Und er hat dann einmal, also die sind sehr gute Telepathen, sind mental unglaublich mächtig. Und Alf hat dann auch einmal diesen Gedanken Ziege wieder gehabt, als er so eine Frau vor ihm stand. Er sagt, wenn du uns siehst, denkst du an Ziege. Und dann sagte Alf, ja. Und dann sagte die Frau, ja, das kommt nicht von ungefähr, wir haben nämlich Ziegengene in uns. So wie ihr Schweine und Affengene in euch habt, haben wir Ziegengene. Und die erklärte ihm dann, also wenn Menschen hingehen, sich einen Planeten gestalten, auf den sie später irgendwann inkarnieren möchten, dann suchen die sich die Genetik, auf die dem Planeten am besten angepasst ist und die dazu in der Lage ist, ein Bewusstsein zu erhalten. Ja, das sind meistens Tiere. Und man führt denen unterschiedliche Genetik zusammen, so wie wir Affen und Schweine und Reptogene in uns haben, nimmt man dort auch Gene von unterschiedlichen Tieren, die man zusammenfügt, weil es ideal ist, um ein Ich-Bin-Bewusstsein zu bekommen. Das bedeutet aber nicht, dass das wie bei uns, also was wir machen, ist wirklich Pfuscherei, dass man hier mit Spritzen Genversuche macht. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern
das funktioniert über den feinstofflichen Bereich. Das heißt, wir verändern ja auch unsere Gene über unseren feinstofflichen Bereich. Wenn wir denken, können wir unsere Genetik beeinflussen. Das ist inzwischen ja sogar bekannt. Da arbeiten ja russische Forscher schon ganz intensiv mit. Also wir beeinflussen über unsere Gedanken unsere Genetik. Und genauso kann man das eben auch machen, wenn man auf einem Planeten entdeckt, da ist eine Tierspezies, die geeignet ist, ein Ich-Bin-Bewusstsein zu entwickeln, und man fügt den andere Genetik hinzu. Das passiert einfach übers Denken. Ich denke, ich bin noch nicht so weit, dass ich weiß, wie ich das machen könnte, aber ich kann mir das vorstellen, dass es funktioniert. Und das ist so, dass unsere Wissenschaftler wissen ja nicht, bei uns, den fehlt ja so, wie ist überhaupt dieser Sprung vom Tier zum Menschen passiert? Das fehlt denen, das können die sich auch nicht erklären. Das passiert nur über diesen Weg. Also über den feinstofflichen Weg, indem man sich eine bestimmte Genetik denkt. Weil wir nur darüber nicht gegen die Natur, sondern mit der Natur handeln. Weil über diese Art zu forschen, über diesen feinstofflichen Weg, kann man nicht gegen die Natur arbeiten. Es funktioniert nicht. Es geht nur über Eingriffe auf der materiellen Ebene und nicht auf der feinstofflichen. Ja, gut, dann machen wir eine kleine Pause und dann gehe ich danach einfach. Ich mache es unheimlich gern, dass ich Fragen beantworte, weil ich könnte Ihnen hier den ganzen Tag was erzählen, aber ich weiß nicht, was hier wirklich die Menschen interessiert. Machen wir eine kleine Pause. Also hochinteressant, luziferische Ebene, weil es ja gerade die Philosophie, die Lebensphilosophie aussagt. So, man kann es auch so erklären, wie ich mir das vorstelle oder wie ich es mir auch angelesen habe. Wir kommen ja aus der geistigen Welt. Wir sind also Geschöpfe Gottes. Wir sind auf der Erde im Körper, wir haben eine Seele. Wir sind aber geistige Wesen, die wieder zurückgehen in das Reich Gottes, wenn wir gestorben sind. Zu sagen, wir können nochmal inkarnieren, da will ich jetzt nichts zu sagen. Aber wir sind in der geistigen Ebene, sind wir Luzifer als geistige Wesen gefolgt. Luzifer hat sich von Gott abgewandt, obwohl er Ewigkeiten, so heißt es, Gott gefolgt ist. In seinem Hochmut hat er sich Gott abgewandt und hat viele geistige Wesen mit sich genommen. Diese geistigen Wesen müssen sich jetzt auf der Erde von Luzifer trennen und zu Jesus Christus zurückkommen. Das heißt, der Weg vom Bösen zum Guten. Und das ist an für sich die Lebensphilosophie oder die Lebensaufgabe. Wenn man darüber nachdenkt, was ist denn die Lebensaufgabe, warum bin ich hier? Das ist das Trennen von Bösen zum Guten und zurück ins geistige Reich Gottes zu kommen. Ja, dazu kann ich nur sagen, in der Erde beschreibt es ein bisschen anders. Ja, also ich möchte jetzt auch darüber gar nicht diskutieren, Sie sagen einfach, Sie sagen einfach, das ist, also nach Aussagen von Innererde ist es gar nicht Luzifer, der sich da abgewandt hat, sondern diese Abspaltung, die wir gemacht haben, in denen wir getrennt haben. Das ist halt letztendlich der Sohn Luzifer, Satan. So bezeichnet Innererde das. Also dieses vollkommene Negieren dieses Bereiches hier. Aber das denke ich, in der Erde sieht das viel, also die gehen da ganz ziemlich neutral mit diesem Bereich um. Die sagen, ohne Luzifer könnten wir uns gar nicht materialisieren. Das würde nicht funktionieren.
du hast dazu, glaube ich, mal bei Facebook was gepostet, ne? was das Lucifer-Prinzip angeht, dass das die erste Emanation ist, die sich halt... Ja, das Problem ist nur, wenn wir mit diesem Plus und Minus, dass es dann ja ergibt, nicht klarkommen. In den Anastasia-Büchern ist es sehr schön beschrieben, da sagt Anastasia, es geht nicht nur um Lucifer und Satan, sondern es sind ganz viele Energien in uns, die wir im Gleichgewicht halten müssen. Und das haben wir halt nicht geschafft, die im Gleichgewicht zu halten. Da gibt es dieses Thema, wurde ich gerade in der Pause auch angesprochen, das Thema Archonten, hat ganz viel damit zu tun und deswegen werde ich auch darüber nochmal ein Buch schreiben, weil es geht nicht nur um Lucifer und Satan, sondern es geht darum, diese Energie in sich im Gleichgewicht zu halten. Wir dürfen sie auch nutzen, aber eben nicht aus der Mitte fallen, nicht wieder fallen. Also da könnte man jetzt stundenlang drüber diskutieren, denke ich. Über dieses Thema. Ja. Weitere? Ja? Ich habe mal hier noch eine Frage zu der chemischen Veränderung des Menschen. Also man hatte das mal drin, ich glaube, im ersten Buch auf Seite 270, da hat das Laser schon mal ein bisschen gesagt, dass so eine Art chemische Veränderung am Menschen stattgefunden hat. Und ich hatte auf Seite 18 im zweiten Buch auch nochmal, das ist im Prinzip so eine Art Chemokeule, was auch über die Impfungen. Wenn Sie da vielleicht noch mal was erzählen möchtest. Also über diese Chemisierung des Menschen hält man uns nämlich davon ab, dass in unsere wirkliche Kraft zu kommen. Also es ist so, wir hatten alle mal eine viel größere Zirbeldrüse, als wir heute haben. Wenn wir diese früheren Bilder sind oder Heiligenbilder, wo dann so ein Heiligenschein gemalt ist, das hat überhaupt nichts mit Heiligenschein zu tun, sondern das beschreibt den sogenannten Schwingkreis drittes Auge, den alle Menschen mal aktiv hatten. Und dieser Schwingkreis besteht aus drei Drüsen. Das eine ist die Zirbeldrüse, das andere der Hypothalamus und die Hirnanhangdrüse. Und diese drei Drüsen zusammen bilden einen regelrechten Wirbel, der in die feinstofflichen Bereiche geht. Und das ist durch diesen Heiligenschein dargestellt. Und bei uns war die Zirbeldrüse dreimal so groß, wie sie heute ist. Sie ist also geschrumpft wie ein Organ, das wir nicht mehr nutzen. Wenn wir ein Bein nicht mehr nutzen, wird es auch immer dünner und immer kleiner. Und genau das ist mit der Zirbeldrüse passiert. Wir nutzen sie nicht mehr. Ja, die Zirbeldrüse hat halt die Funktion, uns mit feinstofflichen und geistigen, ne, vor allen Dingen mit der geistigen Ebene, feinstofflich ist noch was anderes, aber mit der geistigen Ebene zu verbinden. Und diese ganze Chemisierung beeinflusst die Zirbeldrüse sehr stark und hält sie klein. Fluoridierung, alles hält die Zirbeldrüse klein. Letztendlich, es kommt halt drauf an, es ist alles rückgängig zu machen. Also wir dürfen nicht sagen, das ist jetzt so, das ist gegeben, sondern wir können, wenn wir uns davon fernhalten und versuchen, das Ganze wieder zu aktivieren, indem wir einfach auch wieder zulassen, dass wir diese eine Verbindung haben, dann wächst sie auch wieder, die Zirbeldrüse. Das ist nicht endgültig, ja? Weil, Herr Jensinski, ich möchte mal die Frage in den Raum stellen oder so anfangen. Ich hatte mich vorhin gemeldet, dass ich davon keine Ahnung habe, mich nicht gelesen habe. Jetzt geht es mir eigentlich darum, wie kann ich mir die innere Erde vorstellen? Wie kann ich mir die innere Erde vorstellen? Wie viele Menschen sind dort drin? Scheint der Tag nach die Sonne? Ich habe das ja vorhin hier aus Ausführungen entnommen. Wie leben die da untereinander? Das hatte ich ja begriffen und das hat sie ja auch wieder dargestellt. Aber für mich ist wichtig zu wissen, geistig auch, wie kriegt man diese Sache für sich rein?
sagen zu können, wir haben eine innere Erde, die sieht hier aus, dass man sich da mal ein Bild von machen kann. Das, ja. Man kann ja viel erzählen, sage ich immer. Ja. Und man ist ja auch mal vorsichtig. Sie hatten das ja vorhin auch im Raum gestellt. Man muss da reinwachsen wahrscheinlich, um zu wissen, was läuft dort konkret ab. Ja. Ja. Diese geistige, und das, entschuldige, diese geistige Sache, das habe ich verstanden, das haben wir in uns. Das spürt man auch, wenn man ja, mit jemandem in Kontakt treten möchte. Das kenne ich auch, aber... Wie ist das da drin gelöst alles? Ne? Also das sieht so aus, dass es existiert in der Mitte der hohlen Erde eine Sonne und um die Sonne herum gibt es einen Vakuumgürtel. Also so hat die Innererde das beschrieben. Und darum gibt es dann Atmosphären, wie hier oben auch. Also die stehen letztendlich mit Fuß an Fuß zu uns. Und unser Erdmantel ist, wir reden von der Erdkruste, es ist eigentlich keine Kruste, der Planet Erde ist eigentlich ein Wasserplanet. Deswegen, unsere Wissenschaftler wundern sich, je tiefer sie bohren, umso mehr stoßen sie auf Wasser. Ja? Das verwundert sie sehr, weil sie davon ausgeht, je weiter man runterkommt, umso mehr Landmasse findet man. Das Gegenteil ist der Fall. Die Erdteile schwimmen in dem Wasser, schauen oben raus und schauen unten raus. Ja, und man kommt teilweise durch, aber teilweise läuft auch Wasser durch, durch riesige Höhlensysteme. Die Vulkantätigkeiten, die geschehen unter anderem, es gibt verschiedene Möglichkeiten für eine Vulkantätigkeit. Die Hauptursache für den Vulkan ist, die sind die Reibungskräfte, die entstehen, wenn die Planeten auf dem Wasser schwimmen, so quasi. Da entsteht Riesendruck und eine hohe Reibungskräfte. Und wer sich ein bisschen in Chemie auskennt, der weiß, dass aus Wasser unter Druck und auch Reibung, dass man daraus Knallgas machen kann. Das ist eine Mischung aus Sauerstoff und Wasserstoff. Und genau das geschieht. Und wenn irgendwann, und das sammelt sich in innerirdischen Kavernen, und irgendwann wird der Druck dort so groß, dass sich das von selbst entzündet. Und das muss dann raus. Das kommt dann an bestimmten Stellen raus, in Ätna, Vesuv oder was weiß ich, und reißt auf dem Weg, das wird so heiß, es reißt Erdmasse mit, die aber verflüssigt wird, weil es so heiß ist. Das so entsteht nach Beschreibung von Innererde unsere Vulkantätigkeit. Die innerirdische Sonne scheint ständig, ja, weil es gibt kein Hell und Dunkel, aber Alf hat mal in Innererde übernachtet und der hat anschließend erzählt, das kommt jetzt im Buch 7, diese Geschichte, dass die Mondenergie durchkommt. Das heißt, die kommt schon auch durch. So, wenn käme die nicht durch, würden zum Beispiel, würde die Mondenergie Wurzeln nicht erreichen, aber sie erreicht sie von Bäumen, von allem. Also die Mondenergie geht durch die Erde durch. Und sie beeinflusst die Stelle, wo sie durchkommt im Innern der Erde. Das heißt, die Stelle, wenn wir Nacht haben, haben die energetisch auch Nacht, obwohl die Sonne scheint. Alf hat beschrieben, es wäre ein ganz komisches Gefühl gewesen. Irgendwie hatte man das Gefühl von mehr Ruhe. Warum? Konnte er nicht erklären, es war einfach so. Es wird diesiger, feuchter, es gibt also mehr Nebel. Und dadurch hat man nicht direkt ein Nachtgefühl, aber es entsteht ein anderes Gefühl als an einem Tag. Ja, vielleicht so wie im November, wenn wir diesen Novembernebel haben. Ja, dann ist insgesamt ein stilleres Gefühl. Und das hat er so in der Nacht empfunden, in der innerirdischen Nacht. Obwohl die Sonne geschienen hat, war es aber nicht so klar und so
hell und so warm wie am Tag in Inner Erde. Die Schranken sind da auch, der Mantroschranken quasi. Die gibt es auch, aber nicht so krass wie hier oben. Also wenn man im inneren Bereich Richtung Pole kommt, wird es kühler. Und wenn man im mittleren Bereich ist, ist es wärmer. Aber insgesamt haben die nicht die Hitze und die Kälte wie hier oben. Also man könnte, Alf sagte, man könnte es generell bezeichnen wie auf den Kanarischen Inseln. Die haben auch Winter so ein bisschen und die haben auch im Sommer wärmer, aber eben nicht so extreme Temperaturschwankungen. Allerdings gibt es, wenn man Richtung Pol kommt, soll es auch Schnee geben dort. Wie viele Menschen? Ich merke mir ganz schwer Zahlen, aber nageln Sie mich anschließend bitte nicht auf dieser Zahl fest, aber es sind so 3,5 Millionen oder so. Nee, du weißt es, oh Gott, ich sage bestimmt eine falsche Zahl, weil ich habe kein Gedächtnis zu sagen. Ja, das kann ich mich erinnern, weil Alice darüber geschrieben hat im ersten Forum, das waren 1 oder 2 Milliarden. Ah, doch Milliarden. In der Innererde. Okay. Allerdings hat er nicht definiert, ob das nämlich auf die Innererde bezogen ist oder auch auf die Bewohner in der Innenhöhlen. Weil wir haben ja so wie 4 Stockwerke, das heißt, wir sind auf der Oberfläche, ne? So wie ich verstanden habe. Yeah. Dann gehen ja diese Höhlensysteme, ja, wo ja einige Reptiloiden, also Neandertaler leben, dann hier gibt es ja diese Art Gürtel, wo einfach erstmal diese Trennung stattfindet, und dann gibt es ja wieder Höhlensysteme, die zur Innererde gehören, und dann gibt es ja die Innererde selbst. Ja, also genau. Ich weiß nicht, ob diese 1 oder 2 Milliarden tatsächlich nur auf die Innererdischen bezogen hat, die in der Innererde tatsächlich leben, oder auch diese Bewohner genommen hat, die in dieser Kruste leben, die eigentlich in den Jahrmillionen da geflohen sind. Ja. So, also in einem der Bücher ist die Zahl auch drin, aber ich merke mir ganz schwer Zahlen. Also ich bin Katastrophe, was das angeht. Dankeschön, liebe Oksana. Oksana hat, wir hatten damals ein Forum, als Alf noch lebte, und Oksana hat das noch mitgekriegt. Sie war auch bei uns noch zu Besuch, sie hat auch Alf noch gekannt. Ja. Ich habe dieselbe Frage gestellt. Okay. Ich habe noch mal eine Frage zum Mond, weil wegen dem Licht vom Mond, ja. Weil man ja sagt, offiziell, die Wissenschaft sagt, es ist eine Reflexion der Sonne. Und welche sagen, der Mond hat sein eigenes Licht. Und jetzt haben wir jetzt auch, das verändert sich ja auch in der Inneren Erde mit dem Licht. Also muss es ja ein anderes Licht sein als die Sonne. Wie weit wissen Sie da was drüber? Nein, es wird nur insgesamt abgemilderter, das Sonnenlicht im Inneren der Erde. Also das kann ich so nicht beantworten. Also ich weiß nur, dass Innererde sagt, der Mond ist halb künstlich. Deswegen sehen wir auch immer nur eine Seite. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen, mehr weiß ich dazu nicht. Ich habe nie gefragt, und Alf hat es eigentlich so stark auch nicht interessiert, glaube ich, damals. Ja? Ich habe eine Frage bezüglich der Energien, die wir ja mit unseren Emotionen und Gefühlen füttern. Und Sie sagten vorhin, dass Sie sich auf dieser Ebene dann auch, dass Sie sich gerne überall aufhalten. Und je mehr wir sie füttern, desto mehr können die sich materialisieren. Wie wirkt sich das aus? Eine eigene Erscheinung oder gehen die auf die Menschen? Die gehen auf die Menschen, also das wirkt sich über den Menschen aus. Ist die Frage verstanden worden? Ja? Also letztendlich sieht es so aus, wenn wir uns dann öffnen für die Energien, dann können die sich in uns materialisieren. Also sie selber können sich nicht materialisieren, sie machen das über den Menschen. Deswegen gibt es so viel Drama bei uns auf der Erde, weil wir uns dafür öffnen für diese Art von Elemental. Heißt das, wir verändern unseren Charakter damit? Auch, ja, natürlich. Allerdings gibt es auch die andere Seite. Also es ist nicht nur schlecht. Also ich denke, dass zum Beispiel Anastasia auch Elementale aufbaut durch ihr Buch, denen die Menschen folgen. Aber die gehen dann den Weg der Verbindung mit der Natur. Und das ist dann nicht negativ. Ganz kurz, ich wollte nicht fragen, sondern ich wollte bitten, wenn Sie Fragen haben, wäre klasse, wenn Sie das hier stellen, weil wir machen auch eine Aufnahme, und das wäre klasse, wenn die Fragen dann im Film auch gehört werden können. Das wäre super. Ja. Weitere Fragen? Nee.
wir jetzt nicht mehr. Okay. Ja. Also, zum Thema Reinkarnation. Und zwar ist Reinkarnation auch ein Teil dieser künstlichen Matrix, dass uns eben halt quasi so ein Film vorgespielt wird von unserem Leben oder auch von anderen früheren Leben, wo uns dann eben halt gesagt wird, dass wir noch dieses und jenes ausgleichen müssen, um dann in die höhere Ebene aufsteigen zu können. Ja, es ist ein bisschen anders. Also, Innererde hat das zum Alf so beschrieben, wir haben ja feinstoffliche Felder um uns. Zum Beispiel, und zwei von diesen feinstofflichen Feldern, das ist, eine ist das Kausalfeld und das andere ist das Astralfeld, die haben damit zu tun. Man muss sich unser Astralfeld so vorstellen wie eine Festplatte, ja, vom Computer, die wir ständig beschreiben, mit all unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit dem, was wir tun. Die wird von dem Augenblick unserer Geburt wird die beschrieben oder vielleicht schon vorher. Ja, ja, nee, eigentlich auch schon vorher, weil das Ungeborene nimmt ja auch schon ganz viel wahr. Und dieses Astralfeld bestimmt letztendlich am Ende des Lebens das nächste Leben, also wie das beschrieben ist. Hat aber nichts mit Karma zu tun, weil es gibt, das ist das, was uns beeinflusst. Also wir bekommen ja erzählt, wenn wir Böses tun, müssen wir das Böse später erleiden. Das ist großer Käse, weil nämlich wir daraus nicht lernen. Wir lernen nämlich durch Erkenntnis. Und wir können das auch nur über Erkenntnis ändern, wirklich ändern. Die uns in diesem Gedanken, diesem Rad vom Karma festhalten, die sagen, wir kommen da nie raus, wirklich. Ja, das ist nicht wahr. Ja? Jede Erkenntnis, die wir haben, bringt uns weiter. Ja, weil wir ja auch die Erkenntnisse auch zu früheren Leben ja vergessen. Wir inkarnieren hier und können es auch nicht ändern. Ja, dazu kann ich was erzählen. Alf wurde gefragt, das steht im Buch 2, glaube ich, Alf wurde gefragt, ob er sich, also vom Mola-Orden her, hat man ihn gefragt, möchtest du dich taufen lassen? Und da hat Alf ganz stark abgewiesen, hat gesagt, nein, natürlich nicht. Nein, wie gesagt, wir meinen nicht das, was die Kirche macht. Jesus hat sich auch taufen lassen. Ja? Das hat eine andere Bewandtnis. Die Menschen früher, die noch in ihrer Mitte waren, haben bei Menschen, die heranwachsend waren, also bei Kindern, bei Jugendlichen, die so auf dem Weg waren, erwachsen zu werden, eine Tradition, da haben diese Jugendlichen sich irgendeinen ausgesucht, der sie herangeführt hat, nochmal an dieses Erwachsenenleben, der Zeit für sie hatte, der mit ihnen über alles gesprochen hatte. Das konnte ein Elternteil sein, konnte aber auch ein Verwandter sein oder ein Bekannter aus dem Dorf, zu dem dieser Mensch ein großes Vertrauen hatte. Und der hat mit ihnen über alles Mögliche gesprochen, hat ihnen Fragen beantwortet, hat auch bei ihnen so bewusst diesen Zugang ins Morphofeld, Akasha und all das geöffnet. Und das Ganze wurde dann, wenn die wirklich erwachsen waren, wurde dann beendet mit einer symbolischen Taufe. Und dieser Mensch, den nannte man früher, das ist ein Johannes. Johannes war also ursprünglich kein Name, sondern die Bezeichnung für den, der das macht. Heute haben wir noch so einen Abklatsch davon, das ist der Pate, ja, für den Jugendlichen. Aber das hatte früher eine völlig andere Bewandtnis. Das war ein Heranführen in die Erwachsenenwelt. Und mit ganz vielen Gesprächen und wirklich mit Öffnen, mit dem Bewusstwerden all dieser Dinge, die man als Kind rein intuitiv macht, aber nicht bewusst benutzt. Und ein Mensch, der das durchgemacht hat, ist auch in der Lage, bewusst ins nächste Leben zu gehen. Der vergisst nicht.
Und der wäre sogar in der Lage, seine Persönlichkeit mit in das nächste Leben zu nehmen, wenn er das will. In dem Fall wird, also in einem Fall, wo man unbewusst ins nächste Leben geht, geht der Inhalt von unserem Astralfeld ins Kausalfeld über. Kausal setzt dann Kausalitäten für die nächsten Leben. Und man bekommt im nächsten Leben ein neues Astralfeld und wird eine neue Persönlichkeit und vergisst. Ja? Geht man bewusst ins nächste Leben, wir können uns also in diesem Leben, wenn wir das bewusst tun, unser nächstes Leben vorbereiten, können sagen, ich will dann und dann oder da und da auch inkarnieren oder ich will jetzt mal statt Mann eine Frau sein oder so, dann kann ich mich entscheiden, wenn ich als Mann eine Frau sein will oder als Frau ein Mann sein will, ist es natürlich gut, wenn ich eine neue Persönlichkeit annehme, weil das funktioniert sonst nicht. Oder wäre eine Katastrophe. Ja? Und dann wird auch dieses Astralfeld aufgelöst und das geht ins Kausalfeld, aber das ist dann ein bewusster Vorgang. Und dann kriegt man ein neues Astralfeld. Aber ich könnte auch sagen, so, ich finde mich als Persönlichkeit in diesem Leben so gut und ich möchte darauf aufbauen, dann löst sich das Astralfeld nicht auf mit dem Tod und wird auf dieses neue Kind übertragen. Also versteht er richtig, dass es dort schon Manipulationen gibt, also was Reinkarnation angeht, dass da schon... Manipulation nicht, das entscheide ich. Also ist das alles kausal in dem Sinne? Also je nachdem, wie wir uns in unserem Leben entwickeln und Bewusstsein entwickeln, können wir später auch frei entscheiden. Ja. Und wenn jemand, der jetzt kein Bewusstsein hat, was das angeht, der wird dann halt einfach unbewusst reinkarnieren. Ja, bei dem entscheidet natürlich genauso der Inhalt des Astralfeldes die nächste Inkarnation, aber der erinnert sich nicht, weil es ja nicht bewusst geschehen ist, das Ganze. Also ich kann mal ich erzähle mal ein Beispiel, wie so ein bewusster Übergang geht. Der damalige Mola-Imperator, mit dem hatte sich Alf angefreundet und der hat dann zum Alf irgendwann gesagt, ich mag nicht mehr. Ja? Und ich möchte gehen, der war über 90. Ich habe mein Leben gelebt, ich will nicht mehr. Seine Frau war auch schon längst gestorben. Und der hat dann alles so noch geregelt, was er regeln wollte. Der war kerngesund. Ja? Hat alles noch geregelt, was er regeln wollte. Ist dann zu Freunden gefahren, hat mit denen noch ein paar Tage zusammen verlebt. Hat sich dann an einem Abend auf die Terrasse gesetzt, hat sich von seinen Freunden verabschiedet, hat gesagt, tschüss, ich gehe. Hat die Augen geschlossen und ist gestorben. Der hatte sogar sein neues Leben schon vorbereitet, weil er das alles wusste, weil er das bewusst ist. Und er wird auch nicht vergessen im nächsten Leben. Weil es ja, sag ich mal, im Hinduismus und auch im Buddhismus ja eigentlich so das Thema ist, ja, dass man das irgendwie, deswegen spreche ich von Manipulation, das ist ja wieder eine Religion, die dadurch entstanden ist, ja, die ja dieses Thema aufgreift und letztendlich einen irgendwo dahin bewegen möchte, dass man hier alles aufgelöst, ja, was man an negativen, sozusagen negativen Taten hat. Ja, es gibt kein Negativ. Also es sind natürlich Dinge, ist natürlich gut, je mehr wir auflösen, weil es natürlich uns dazu bringt, immer stärker danach wieder zu inkarnieren, wie wir uns das wünschen. Wenn ich jetzt sage, angenommen, also Alf hatte zum Beispiel sich vorgenommen, in seinem Leben, im nächsten Leben auf Achele zu inkarnieren. Achele ist der Planet von diesem Menschen, der hier so alt geworden ist, den er da kennengelernt hat, über in der Erde, Ylur. Und er hatte eine starke Verbindung dazu. Er war mit dem Raumschiff unterwegs, war auf Achele und das hat ihn so berührt, dass er gesagt hat, da möchte ich inkarnieren in meinem nächsten Leben. Konnte das aber nur, weil er so stark an sich gearbeitet hat, dass er überhaupt in der Lage ist, in der fünften Dimension zu inkarnieren, weil dieser Planet ist in der fünften Dimension. Also das könnte keiner sagen, der das nicht schafft, bewusstseinsmäßig in der fünften Dimension zu inkarnieren. Also hat das nichts mit Auflösen von
Karma und Negativität zu tun, sondern einfach nur mit Bewusstwerden. Also, richtig. Also so viel Wissen wie möglich sich aneignet und auch Weisheit in den Kindern. Ja, auch umsetzen. Allein Wissen reicht nicht, ja. Wir müssen das vom Herzen auch umsetzen können. Also die wahre Erkenntnis letztendlich. Ja, genau. Also ich kann das jetzt ganz gut am Beispiel Alf sagen. Ich war bis vor 4 Wochen telepathisch noch mit Alf verbunden. Ich habe ihn also auch noch alles fragen können. Und Alf hat mir gesagt, dass er auf Achele irgendwann, das hat er vor seinem Tod schon gesagt, dass er, wenn er wiederkommt, dann nur auf Achele. Und er hat vor 4 Wochen sich von mir verabschiedet, hat gesagt, dass also die Eltern, neuen Eltern existieren und er wird auf Achele inkarnieren und er hat sich von mir verabschiedet. Und das hat er vorher in seinem derzeitigen Leben, also da passiert nichts von oben runter, wie ich entscheide das, das hat er selbst entschieden. Schon während seiner Lebzeiten. Also ich weiß nicht, ob ich auf Achille inkarnieren werde, da habe ich mich noch nicht entschieden. Ich habe noch keine Reisepläne. Ich habe noch keine Reisepläne, nein. Vielen Dank erstmal. Aber ich weiß, dass ich in einer Welt inkarnieren werde, die nicht so ist wie diese. Ein bisschen näher ran. Zu der derzeitigen Situation hier. Also ja. Mein Eindruck ist, und ich glaube, den teile ich schon mit vielen anderen, dass auch diese Erde sich gerade verändert, vielleicht sogar gewaltig verändert. Und dazu hätte ich von Ihnen auch gerne ein Statement gehört. Ja. Ja, kann ich eines sagen. Es gibt in der Bibel eine Zahl, die Zahl 144.000. Die hat, also in der Erde sagt dazu, es ist eine magische Zahl und die bedeutet, wenn es 144.000 bewusste Menschen gibt, die sich so all dessen bewusst sind und die auch dabei sind, sich zu verändern, dann ist das eine Zahl, die bedeutet, die was anstößt. Ja? Und energetisch was anstößt. Und zwar nicht im materiellen Bereich, sondern hier im feinstofflichen Bereich, im Morphofeld. 144, also nein, in der Erde sagt, jeder Mensch, der bewusst ist, der sich stark verändert, der ist in der Lage, 6.000 Menschen in diesem Bereich anzustoßen. Nicht direkt, also nicht von mir zur Nachbarin, sondern generell über diese Morphofelder. Und das ist dann wie so eine Reihe Dominosteine, die ich da so wo ich so einen Stein anstoße und alles kommt nach. Also man braucht 144.000 Menschen und dann ist das gelaufen. Auf der energetischen Ebene. Die materielle Ebene ist viel träger, das dauert da viel länger. Aber diese 144.000, die Zahl ist längst überschritten. Das heißt, es ist letztendlich nicht mehr aufzuhalten, nur es schlägt sich noch nicht nieder. Ja, ich habe mal eine Frage, und zwar Achele, welches Sonnensystem und welche Galaxie? Epsilon Erigami. Zur eigentlichen Frage. Du sprachst vorhin über Dr. Schauberger und du sprachst vorhin halt auch über Gabi Müller. Ja. Ich möchte da mal so ein bisschen Nikola Tesla ins Gespräch bringen. Die erste Frage ist, was sagt Innererde über Nikola Tesla? Also der hatte Kontakte. Ja, das wundert mich nicht. Und wenn man also die Aussage von Nikola Tesla mal ein bisschen analysiert, wenn du die Schönheit der 3, 6 und 9 erkennst, hast du den Schlüssel fürs Universum. Was mit der 12 zu tun hat. Natürlich. Nur mal so vielleicht mal zum Recherchieren. Ja. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die man da entdecken kann. Ja. Und ja, falls du noch ein bisschen mehr erzählen kannst über Inner Erde und Nikola Tesla, gerne. Also nee, ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß nur, dass Alf sagte, dass man ihm gesagt hat, er war ein Kontaktler. Okay. Ja.
Ich bin auch davon überzeugt, ich habe ja eben zwei Bücher aufgeschrieben. Ich erzähle mal die Geschichte, wenn es interessiert. Ich bin davon überzeugt, dass das ein Kontaktler ist. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist so, aber ich habe das Gefühl. Und zwar bin ich auf den, ich erzähle mal die Geschichte, wie ich auf den gestoßen bin. Im Buch 7, was ich jetzt gerade vor ein paar Wochen zu Ende geschrieben habe, war folgende Geschichte drin. Alf kam nach Innererde, hat Stasa besucht. Stasa ist einer der Reptus, mit dem Alf sich dort angefreundet hat. Stasa zeigte ihm so sein Landsitz und wie er damit umgeht und erzählte dann, zeigte ihm einen Spaten, der sehr rostig aussah und sagte, diesen Spaten habe ich eingegraben, damit der Hartrost ansetzt. Und dieser Hartrost bildet im Boden weiche Elektronen. So. Ich fand das super toll, erzähl diese Geschichte. Ich habe eine Ex-Schwiegertochter, mein Sohn ist zum zweiten Mal verheiratet und die lebt in Russland, teilweise in Russland auf einem Landsitz. Und die war bei uns zu Besuch und ich erzähle der Irina das und dann sagt Irina, ja jetzt weiß ich, warum da so russische Mütterchen mir erzählen auf dem Markt, ich soll bei meinem Apfelbaum eine rostige Eisenstange in den Boden tun und Rostnägel in meine Beete schmeißen. Ja. Und ich gehe dann zu meiner jetzigen Schwiegertochter, also zu meiner der jetzigen Frau meines Sohnes, erzählt ihr auch die Geschichte. Da sagt die, nee, das steht aber im völligen Gegensatz zu dem, was Viktor Schauberger gesagt hat. Weil Viktor Schauberger hat gesagt, der hat festgestellt, dass wo ein Eisenflug geht durch den Boden, dass das schlecht ist für den Boden. Ja? Da stand ich wirklich da, denke, ja, was stimmt jetzt? Ja? Dann habe ich abends im Bett den telepathischen Kontakt nach Innererde aufgenommen und habe diese Frage gestellt, weil das waren jetzt zwei völlig unterschiedliche Reaktionen, völlig unterschiedliche Aussagen. Und dann wurde mir gesagt, ja, wenn du das schon erzählst, erzähl es auch richtig. Und ich wurde darauf aufmerksam gemacht, ich habe nichts von den weichen Elektronen erzählt und dass nämlich dieses Eis, was in der Erde eingegraben wird, Hartrost ist und kein Flugrost, der sich auf dem Flug absetzt. Ja? Und da gibt es großen Unterschied. Eisen ist im Boden festgebunden als Rost. Und das ist natürlicher Rost und der bildet in der Erde weiche Elektronen. Aber dieser Flugrost, der sich auf diesem glatten Eisen absetzt, er bildet harte Elektronen. Darin war der Unterschied, das habe ich natürlich nicht erwähnt. Und Viktor Schauberger kannte diesen Begriff weiche Elektronen nicht. Kupfer bildet auch weiche Elektronen. Darauf kommt es nämlich an. Hat nichts mit dem Kupfer zu tun, sondern diese Kupfer-Ionen sind bilden weiche Elektronen im Boden. Und diese Hartrost bildet das auch, aber nicht der Spaten, der Flugrost drauf hat. Daran lag der Unterschied. Und dann habe ich angefangen, ich wollte natürlich mehr darüber wissen, wenn ich solche Informationen kriege von in der Erde, habe ich angefangen zu recherchieren. Ich fand nichts auf Wissenschaftsforen, überall nichts zum Thema weiche Elektronen. Und nach langer Recherche stoße ich auf das Buch und lese Auszüge aus dem Buch und da steht ganz viel von weichen Elektronen drin. Ja? Natürlich musste ich mir das Buch kaufen. Ich habe es noch nicht gelesen, weil ich noch nicht zugekommen bin. Ich habe nur so einmal quer gelesen. Und da steht auch was über die innere Sonne drin. Und da steht ganz viel über weiche Elektronen drin. Der benutzt das Wort ständig. Ja? Und was mir dann aufgefallen ist, dass der Schreiber immer schreibt, der Autor. Ja? Also der das Buch geschrieben hat, tritt gar nicht offen auf. Das ist gar nicht der Schreiber. Das hat schon seinen Grund. Ja. Und deswegen kam bei mir sofort, das kann nur ein Kontaktler sein, der die Informationen von Innererde alle hat und der das Buch schreibt, aber nicht offen auftritt, weil er Wissenschaftler ist. Warum schreibt jemand nicht selber als Wissenschaftler dieses Buch und warum schreibt er immer der Autor? Das ist also für mich ein Hinweis zumindest darauf. Und das Buch ist genial. Also wer ein bisschen wissenschaftliches Verständnis hat, Formeln kann man ja überlesen.
Die muss man ja nicht nachvollziehen. Mach, habe ich bei der Gabi Müller übrigens auch gemacht. Die beschreibt ganz viel über Formeln. Mir kommt es auf diese, auf, ich verstehe Systeme, ja, aber die Formeln interessieren mich nicht. Und, gut, man kann diese Bücher lesen, aber man muss einfach Dinge dann bald überlesen, wenn man sie nicht versteht. Ja, so entsteht weil, dann so einfach. Es gibt so, man findet eigentlich alles, wenn man recherchiert, aber manchmal ist es viel Mühe. Ja. Ja, ich hätte mal noch ein Thema zur Frage Präzision. Also es gibt ja die Theorie, dass auf der Erde früher, also dass mal drei Monde um die Erde gekreist sind. Und das im Prinzip, dass durch die Zerstörung des zweiten Mondes die Präzision aus der ursprünglichen Geschichte rausgekommen ist. Wie stehen die innerirdischen dazu? Ja, das beschreiben Sie, ich glaube sogar jetzt im Buch 7, also es gibt, es geistert ja ganz viel zu dem Planeten Nibiru durchs Internet. Und das ist kein echter Planet, es ist ein umgebaut, also das ist halb Planet, halb Raumschiff, das ist umgebaut. Und die kommen in Regel, darauf lebt eine Spezies, die sind degeneriert und die brauchen immer frische Genetik. Und die holen sich Menschen bei uns, um ihre Genetik aufzufrischen. Und bei einem der Durchgänge wird das, hat dem Alf sehr gut beschrieben, ist eine Katastrophe passiert, den ist, glaube ich, auch die zwei Monde abhanden gekommen. Ich vermute es jedenfalls, dass das diese Geschichte war. Es gibt verschiedene Geschichten. Auf jeden Fall, es existierten drei Monde und die sind irgendwann mal abgestürzt. Und man hat dann diesen heute halb künstlichen Mond hingesetzt, weil man den braucht. Hat ganz viel mit der vedischen, mit dem Vedischen zu tun, weil man, oh Gott, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, habe ich gerade geschrieben, aber ich habe es nicht mehr richtig im Kopf. Die Frage, die sich mir dann so ein bisschen aufdrängt, ist, wenn diese Präzision angenommen, sie hört ja wieder in ihre Ursprungsgeschichte zurück, dass keine Präzision entsteht. Und ich glaube, laut den vedischen Schriften ist es so, dass es mal keine gegeben hat. Könnte damit das energetische Chaos auf der Welt aufgelöst werden? Dass man vielleicht wirklich mal von einem Event spricht? Aber da bin ich jetzt mit überfordert. Okay, gut. Also ich bin auch mit der vorherigen Frage, ich habe das alles abgetippt, aber abtippen und lesen sind zweierlei Dinge. Ich habe es nicht mehr vollständig im Kopf, wie das war. Aber es ist richtig, dass es drei Monde gab. Wie kann ich mir jetzt einen halbkünstlichen Mond vorstellen? Ja, also es war ein Trabant, der umgebaut wurde. Da ist auf der Hinterseite gibt es auch Raumstationen. Also unser jetziger Mond? Ja. Das heißt aber, dass er trotzdem Mond ist? Ja, schon. Und der wurde aber zugefügt, weil die anderen drei abgestürzt waren und weil wir den Mond brauchen, energetisch gesehen. Also eingefangen? Ja, genau. Das war ein umherirrendes Gebilde, das man regelrecht hier für die Erde eingefangen hat und dann umgebaut hat. Das ist auf der Rückseite des Mondes, deswegen sehen wir die nicht, auf der Rückseite des Mondes gibt es auch Raumstationen. Ja? Sind die energetisch geschützt? Also sieht man die mit bloßem Auge oder wenn man da jetzt rumfliegen würde und Raumschiff und drauf schaut, sieht man dann Stationen oder sind es ähnlich wie in der Erde, dass man sozusagen sich da energetisch erst für vorbereitet haben? Ich verstehe die Frage nicht so richtig. Okay. Wie, wer ist energetisch geschützt? Diese Raumstationen, also auf der Erde abgewandten Seite des Mondes. Technisch oder spirituell? Ja, genau. Sind die technisch oder spirituell, diese Station? Sind die mit den Mitteln unserer heutigen Wissenschaften nachweisbar? Also wenn man da hinflügt? Ja, ist nachweisbar. Okay. Ja. Alpha, die nutzen die auch. Nutzt auch in der Erde die Seite. Also die Geschichte ist jetzt im neuen Buch. Jetzt muss ich
wieder überlegen. Gerade immer das, was ich frisch geschrieben habe, habe ich am wenigsten im Kopf. die benutzen das zum Beispiel, um bei uns auch Trabanten, also Austausch, Satelliten auszutauschen, die bei uns Schädliches anrichten und bauen, legen die dort ab und lassen die dort umbauen. Also das passiert auch über die Rückseite des Mondes. Die Geschichte ist im Buch beschrieben. Ich habe sie nicht so richtig jetzt gerade im Kopf. Ja? Also Oneg, die Frau von der Venus, die hatte mal geschrieben und gesagt, ist ja auf der Erde inkarniert in Amerika, dass es auf der Erde einen Krieg zwischen Außerirdischen gab und dabei ein oder zwei Monde, mehrere Monde zerstört wurden. Ja, es gab auch einen Krieg um den Mars. Also da gibt es ganz viele Dinge, es sind ganz viele Dinge passiert. Ich möchte jetzt auch nicht darauf festnageln, dass das mit Nibiru, also mit Nibiru ist dann damals auch ganz viel passiert, ob das die Monde damals mit Nibiru waren oder ob das bei dem Krieg war. Ich habe es nicht mehr aktiv im Gedächtnis, sagen wir mal so. Ich bringe jetzt gerade vielleicht ein bisschen was durcheinander. Ich habe in 12 Jahren so viele Dinge gehört und ich habe, möchte ich sagen, 80% davon noch im Gedächtnis. Manches ist einfach nicht mehr so hängen geblieben. Was gibt es zum Thema Aschenten zu sagen? Und ist es nicht doch so, dass bei Reinkarnation dass negative Kräfte da Einfluss nehmen und das verschließen, dass man sich nicht erinnern kann? Nur wenn wir dafür offen sind. Also wenn wir sterben und wir sind da dick mit drin noch, dann passiert das. Ja. Aber die haben auf uns keinen Einfluss, wenn wir dafür nicht offen sind. Also unser Bewusstsein und so, ja. Wirklich ja voller Angst mehr. Das ist auch schon sehr ja. Schön. Ja. Und vielleicht nochmal kurz mit diesem Mond. Also ich hatte das in den vedischen Schriften so weit gelesen, dass in dieser großen Asa, die damals stattgefunden hat, also der Kampf der Götter, dass der erste Mond zerstört worden ist von Tarshashbock. Okay, ja, das kann gut sein. Also die vedischen Schriften sind noch ziemlich authentisch in dem Bereich. Es kann sein, dass ich da gerade das mit Nibiru durcheinander gebracht habe. Ja, Max, ich wollte ich will mich da auch nicht festlegen. Ja. Und war im Prinzip so, dass sich dort eine Basis schon manifestiert hat auf diesen sogenannten dritten Mond. Der wäre ursprünglich mal woanders gewesen, den haben sie dann mit der Erde geholt. Und der zweite wäre dann bei dem Experiment zerstört worden. Ja. Also es gibt Aussagen zu den Monden in den Büchern, aber ich habe die, also sagen wir mal so, die Dinge, die mich persönlich interessieren, die habe ich natürlich am besten im Gedächtnis. Ja, es gibt da, also das hat mich weniger interessiert einfach. Und dann habe ich das gelesen oder damals vom Alf gehört alles, habe auch irgendwo was abgespeichert, aber darauf will ich mich jetzt lieber nicht festnageln. Es steht aber teilweise in den Büchern drin. Ich wollte jetzt nur mal ein bisschen die Stellung geben. Ja. Ja. Sind denn Ebbe und Flut dann auch künstlich gemacht? Nein. Das ist aber was anderes. Also da verweise ich jetzt, da habe ich mich nicht mit befasst, aber da verweise ich auf den, ich weiß nicht, wer den Dr. Andreas Noah kennt, der beschreibt Ebbe und Flut nämlich völlig anders. Er sagt, es ist vom Mond völlig unabhängig. Weil es hat nur, nicht zufällig, es gibt ja da keinen Zufall, aber es hat den gleichen Rhythmus, aber es ist unabhängig vom Mond. Der hat mir auch mal erklärt, wie es genau passiert, aber ich habe es vergessen. Ich muss es von ihm nochmal genau erklären lassen. Ja? Ich möchte noch mal ein bisschen eine Anbindung an dieses Thema Innererde herstellen. Vielleicht belegen wir das mit der Frage, haben wir Menschen die Chance, über sogenannte Kraftorte, mir fällt da vordergründig der Externstein ein, uns mit diesen positiven Energien oder Informationen zu verbinden? Oder ist das für uns einfach nur ein Ort, wo wir ganz bestimmte
Nein, da gibt es auch ein Kapitel im neuen Buch, jetzt im Buch 7. Also das ist sogar ganz wichtig, dass wir, also uns wird ja immer gesagt, wir sollen Meditation machen, um zum Beispiel so Kristallgitter aufzubauen oder so. Aber das ist, da müssen wir aufpassen, das ist gefährlich, weil das ist nämlich unser natürliches Gitter, da wird das bewusst gelenkt, um unser natürliches Gitter zu zerstören oder zu überdecken. Nicht zerstören, zerstören kann man das nicht, aber überdecken. Unsere ganze Erde ist überzogen mit einem natürlichen Kraftfeld und das wird durch all diese Dinge genährt und das zu erhalten und zu stärken ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und wenn man uns sagt, wir müssen ein neues Kristallgitter aufbauen, kommt das von einer Seite, die uns nicht gut gesinnt ist. Weil wir nämlich dann dieses natürliche Kraftnetz, was existiert, damit überdecken. Also ganz vorsichtig sein damit. Die natürlichen sind in Ordnung, die sind auch nicht zu verändern, aber man kann sie natürlich deckeln durch solche künstlichen Dinge. Da war da drüben, oder? Ganz hinten, ja? Danach. Bitte nach vorne kommen, das wird sonst zu leise. Ja, vielleicht magst du einen oder anderen nicht, da im Bild zu erscheinen, deswegen. Ja, gut, das kann ich doch noch ausprobieren. Okay. Ja. Stuhl. Können Sie beschreiben, wie Telepathie funktioniert? Also, wieso es funktioniert? Kann ich. Sehr nett. Ja, Marika, es ist eigentlich ganz einfach, wir trauen uns nur nicht. Also, stelle in meinem Kopf, also ohne das auszusprechen, eine Frage und ich erhalte in meinem Kopf die Antwort. Und ich weiß intuitiv, von wem die kommt. Ich habe das, nach dem Tod von Alf eine längere Zeit mit einem Mann zusammengelebt, mit Gerd, der den Verlag macht. Und Gerd hat immer gefragt, wenn er irgendwelche Fragen hatte, und ich sagte, weiß ich nicht, sagte, frag doch Alf, weil er wusste, ich bin halt telepathisch noch mit ihm verbunden. Ich bekam die Antwort von Alf, aber Alf sagte dann immer, ich habe es ihm auch gesagt, er hört nicht hin. Ja? Und Gerd sagte dann oft zu mir, ja, ich hatte den Gedanken im Kopf, aber ich habe gedacht, das ist falsch oder ich wusste nicht, ob das nicht mein eigener Gedanke war. Also es ist eine reine Übungssache. Und wie das, also das weiß ich, aber wie das funktioniert, also quasi, wenn zwei Menschen nebeneinander stehen und dasselbe denken. Okay. Nee, ja, das passiert, unter Eheleuten passiert das. Geht es am schnellsten, ja, dass der eine denkt, was der andere gerade auch denkt oder das mitbekommt. Da funktioniert sehr gut. Aber das funktioniert auch auf, bis zum anderen Ende der Erde. Also das, man muss nicht nebeneinander stehen. Ich habe mal eine Übung gemacht, ganz im Anfang. Das war noch bevor Mordechai gesagt hat, du kannst das. Habe ich mal eine Übung gemacht, weil ich wollte das natürlich. Ich wollte telepathisch kommunizieren können. Da habe ich mir vorgestellt, vor meinem inneren Auge, ich besuche eine Freundin. Ja, ich habe mir also vorgestellt, ich bin bei der, ich stehe bei der vom Haus. Ich gehe ganz intensiv, also ich war da richtig intensiv drin. Ich gehe da zum Haus und klingel bei ihr. Sie macht die Tür auf und freut sich, dass sie mich sieht. Wir umarmen uns. Und Jutta sagt dann was, freue mich, dass du da bist. Hätte ich ja nicht gedacht, dass du kommst. Habe ich gedacht, ich bin auch nur gekommen, weil ich wollte, dass du mich mal wieder anrufst. Ja, ich möchte mit dir mal wieder sprechen. Und das war. Und am nächsten Tag ruft die mich an. Und ich habe sie dann gefragt, wann ihr die Idee gekommen ist, mich anzurufen, sagt sie, gestern Abend. Ja? Also diese Dinge funktionieren, wir müssen uns nur wieder trauen. Ich habe mich, glaube ich, total unklar ausgedrückt, also wieso das funktionieren kann, der Mechanismus dahinter. Die Liebe. Ist mir gar nicht.
Ja, aber das hat auch, ich habe ja vorhin von diesem Schwingkreis erzählt. Also der geht, man muss sich das vorstellen, dass es nicht nur so ein Kreis ist, sondern das geht wirklich von ganz klein bis ganz weit. Deswegen kann man alles erreichen damit. Das ist quasi so eine Kommunikation über die Energie quasi, die man nutzt. Ja, richtig. Das läuft über das Geistfeld. Wir nennen es Akasha. Ja, ist das jetzt verstanden worden? Ja, ich glaube. Danke. So, dann war hier vorne eine Frage. Und zwar das Kraftfeld erhalten. Das hätte mich jetzt nochmal interessiert wegen der Exlandsteine, dass man eben das nicht überschreitet mit was Neuem, sondern reicht es hin, nur zu meditieren? Oder wie kann man dieses stärken und erhalten? Gibt es da einen Tipp? Also ich bin da kein Fachmann, ich möchte auch gar keinen Tipp geben, aber wir haben so viele gute Geomanten, die ganz viel Tolles tun und ich denke, ich würde... Ja, also Innerer hat mal gesagt, wir haben eigentlich alles bei uns. Wenn wir die ganzen Fähigkeiten existieren ja bei uns, wenn wir sie erkennen und nutzen. Und ja, Geomanten machen das schon eine ganze Menge, denke ich. Ja? Wie ist der Stand der Dinge mit den 144.000, mit dem, dass mal eine positive Veränderung auf der Erde passiert? Fragen Sie da manchmal nach? Muss noch viel mehr Schlimmeres passieren auf der Erde? Oder? Also, nein, letztendlich ich habe ja gesagt, das ist eigentlich schon in der Manifestation, das dauert nur länger. Aber diese Dunklen, die uns im Griff haben, die wissen das natürlich. Und die setzen alles dran, uns da wieder rauszubringen. Wenn ich sage, das Ding ist gelaufen, heißt das nicht, dass wir jetzt die Arme zusammen schränken müssen und sagen, oh, wir müssen ja nichts mehr tun. Ja, weil wir natürlich dann wieder offen werden, auch für die andere Seite. Wenn wir nicht an uns weitermachen, also weiterarbeiten. Und die versuchen jetzt mit allen Mitteln uns davon wieder abzubringen. Ja. Ich glaube, Sie hatten auch mal was Interessantes zum Thema Massenmeditation gesagt, ja? Ja, das ist im Buch 6, glaube ich, ja. Ja, jeder Mensch, also die Massenmeditationen können natürlich auch von dunkler Seite beeinflusst werden. Da muss man halt aufpassen. Und es muss gar nicht sein, dass alle Menschen zur gleichen Zeit meditieren, weil in der Ebene, wo es wirkt, spielt Zeit überhaupt keine Rolle mehr. Das heißt, wenn wir das alle zur gleichen Zeit machen, ist es beeinflussbar. Wenn aber der eine das, weiß ich, morgens macht, der andere nachts um zwei und der dritte zwei Tage später, das spielt überhaupt keine Rolle, es passiert trotzdem, weil auf der Ebene keine Zeit mehr existiert. Es muss also nicht zu einer Zeit sein. Ja? Wie ist das mit diesem Nostradamus, Ilmaia, Liebelinde? Ja, also die Frage ist verstanden worden, die ganzen Seher und Propheten, ja? Jeder Seher und jeder Prophet sieht immer nur eine Ist-Situation, also eine derzeitige Situation. Der kann nur, gehen wir erstmal davon aus, das hat ganz viel mit dem Thema Zeit zu tun. Wir denken ja, Zeit sei linear. Wir denken, dass Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft bedingt. Innererde sagt, es ist ein Irrdenken. Wenn wir das hochklappen würden, würden wir feststellen, dass wir ab sofort Tausende, Milliarden von Möglichkeiten hätten. Und dass die Vergangenheit und die Gegenwart nicht zwangsläufig die Zukunft bestimmt. Und jeder Seher sieht aber das Lineare. Der sieht Vergangenheit, der sieht Strang, einen Zeitstrang. Der sieht einen Zeitstrahl, wie die Vergangenheit war und die Gegenwart ist und sieht daraus die Zukunft, die daraus entsteht. Das heißt aber... Bitte? Wenn der Weg so weitergehen würde, wenn sich nichts ändern würde, das sehen die. Wenn man neue Entscheidungen trifft, dann ändern sich die Zukunft. In jeder Sekunde können wir uns aber anders entscheiden. Und jeder Mensch, der wach wird, entscheidet sich auch anders. Und dadurch ändert sich das. Es gibt keine Zeitlinie, keinen Zeitstrang. Das ist unser lineares Denken, das wir noch haben. Es gibt auch die Theorie, dass es
negative Kräfte diesen Propheten negative Dinge eingegeben haben, dass sie das prophezeien und um die Menschen negativ zu programmieren und den Menschen glauben zu machen, dass alles schlimm wird und ja, auch diese Dinge passieren. Ja. Ich will das nicht jedem unterstellen, der das macht. Aber er sieht halt immer nur eine Ist-Situation, die er auf die Zukunft überträgt. Anders funktioniert es nicht. Ja? Sagt Ihnen das Thema Black Hole etwas? Bitte? Sagt Ihnen das Thema Black Hole etwas? Habe ich mich nie mit befasst und auch Alf nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Okay. Ja? Zwei Fragen. Die eine knüpft an das an, was Sie eben gesagt haben, das mit den negativen Kräften. Ich frage mich immer, was motiviert die eigentlich? Denn aus meiner Sicht war sozusagen das Geistige eigentlich immer dem Materiellen voraus, also eigentlich wohlwollend. Deswegen habe ich selbst sozusagen eigentlich erst seit 3 Jahren sozusagen diese Wahrnehmung, dass es offenbar auch negative Kräfte gibt und frage mich, warum? Was motiviert die? Ja, also das hat ganz viel hier mit diesem damit zu tun, weil die Menschen nicht in der Lage waren, generell diese Energien in sich in der Mitte zu halten. Also sie haben sich also auf die Seiten begeben. Und fällt das. Also ich will das jetzt, ich schreibe darüber ein Buch, weil da kommen immer wieder Fragen und im Buch 6 steht dann auch was vom Thema Äonen und Aschotten und das ist für viele so nicht fast wirklich fassbar. Deswegen, ich versuche das jetzt mal an einem Beispiel zu erklären, was da passiert. Also wir kennen alle die Grundenergien, die zum Beispiel die Astrologie benutzt. Ja? Da gibt es eine Energie, das ist für mich ein wunderbares Beispiel, wo man das sehr schön aufzeigen kann, die man als die Löwe-Energie bezeichnet. Die Löwe-Energie ist gleichzeitig unsere Herzenergie. Ja, es ist aber auch die Königsenergie. Es ist, und jeder Mensch hat all diese Energien in sich, ja, nur in unterschiedlichen Gewichtungen. Und die Löwe-Energie steht aber auch gleichzeitig für die Persönlichkeit. Und in einem Kollektiv werden keine starken Persönlichkeiten benötigt und man drückt diese Persönlichkeit. Und deswegen ist bei uns in der Gesellschaft auch diese Herzinfarktquote so extrem hoch, weil das hat mit der Herzenergie zu tun. Ja? Jetzt sage ich mal, was bedeutet überhaupt diese Königsenergie? Ich beschreibe das sehr gern an einem Beispiel, König Artus. Ja? Da bin ich nämlich genau in diesem Muster. Also, ich mal das mal darunter, muss noch kein neues Blatt nehmen. Also, auch diese ganzen Energien unterliegen ja dieser Polarität, plus minus, ja, weil die in materiellen Bereichen wirken. Und solange der Mensch in der Mitte ist, und das bezieht auf die Königsenergie, ist er, was die Königsenergie anbetrifft, das, was wir König Artus zuschreiben. Also der König, der Diener für sein Volk ist, der sogar, wenn es Probleme gibt, vorne anreitet, vor seinem Volk steht, ganz vorne, an erster Stelle, der nicht Angst hat vor dem Feind, sondern der da vorne steht und sagt, ich tue das für mein Volk. Ja, das ist diese Energie in der Mitte. Die gibt uns unglaublich viel Kraft und Mut. Ja, und die negative Seite, die positive Seite ist der Inhalt immer von so einer Energie. Die positive Seite kann man sehr gut übertragen auf den letzten Bayernkönig, König Ludwig. Ja, ich schreibe mal hier Artus und hier Ludwig. Weil der König Ludwig hatte sehr wohl diese Königsenergie, aber ihm fehlte nämlich die Kraft. Der war ein Feingeist, der hat Kultur gefördert, Kunst gefördert, hat Kriege abgelehnt, ja,
hat aber ihm fehlt genau das, weil er hier aus der Mitte gefallen ist, ja, von der Energie. Und das hier ist diese negative Energie, das ist eigentlich die Energie, die richtig Kraft gibt. Wenn wir wütend werden, dann spüren wir, was das für eine Energie ist, die da aus dem Bauch kommt, wenn wir richtige Wut haben. Oder also bei all diesen Emotionen merken wir, das ist negativ, aber da steckt eine richtige Kraft hinter. Ja? Und das ist genau das. Und wenn ich diese Energie aufspalte, diese Königsenergie, in diesen Inhalt und hier in die Kraft, dann erhalte ich hier das, was wir als Herrschsucht bezeichnen. Das sind nämlich die, die uns in den Krieg schicken, aber hinten stehen. Ja. Ja? Aber die uns beherrschen wollen. Ja? Das ist eine Riesenkraft, eine Riesenenergie. Das ist aber aus der Mitte gefallene Energie der Königsenergie. Und das ist schwach, immer schwach, das Positive. Und diese negative Seite ist immer stark. Und die kann uns, wenn wir aus der Mitte kommen, ist das ein Archont, ein Riesenarchont, der uns beherrscht. Und das kann man auf alle anderen Energien auch übertragen. So, das wird mein Buch, der Inhalt meines Buches sein. So, ihr Lieben, die Zeit schreitet vor. Wir haben noch eine Frage. Ich hatte noch eine zweite. Okay, dann zwei schnelle Fragen und dann müssen wir noch eine Fragerunde wählen. Geht auch sehr schnell. Wenn ich Sie, ich bin gerade mit neuem Thema, haben wir jetzt gerade im ersten Buch so die Hälfte etwa durch. Wenn ich es richtig verstehe, sozusagen, sind Sie selbst noch nie eingefahren, physisch? Ne? Nein, ich habe nur den telepathischen Kontakt. Genau. Ja. Und wenn ich jetzt auch ein Interview von Ihnen richtig gesehen habe, gibt es aber zwei Wege, um in Anführungszeichen physisch einzufahren. Nämlich einmal über diese Energiefelder, das haben Sie gesagt, dass der Alter verschwunden ist oder so. Das zweite ist, wie Alter es im ersten Buch eben beschreibt. Ja, da gibt es einen Fahrstuhl im Allgäu tatsächlich, genau. Unter einem Gebäude. Ja. Das geht, der geht ein Stück in die Tiefe und erreicht eine Röhrenbahn. Ja. Und diese Röhrenbahn, die gibt es schon seit Tausenden von Jahren, die haben wir noch mitgebaut, letztendlich. Und dass da wurden durch, unsere ganze Erde ist ja durchhüllt, und da wurden durch diese Hüllen Röhren geschoben, und da fährt eine Bahn durch, die wird angetrieben, wie Alf erzählte, da wird vor der Bahn selber ein Vakuum, entsteht dort ein Vakuum. Aber Alf erzählte auch, von den Menschen, die da drin sind, wird jede Zelle mit angetrieben. Dadurch hat man gar nicht das Gefühl, dass sie fährt. Genau. Und aber hat es Sie nie selbst gereizt, zusammen das mal zu suchen? Nee, witzigerweise überhaupt nicht. Ich habe nicht mal gefragt, wo das ist. Also irgendwie, nee, also... Also wenn es jetzt Menschen gibt, die sagen, das würde ich mir gerne mal anschauen... Ich könnte nicht mal sagen, wo es ist. Und der Mola-Orden gibt es auch nicht mehr, das heißt, da kann man niemanden fragen, ne? Könnte man sicher, wenn man wüsste, wer da alles mitbringt, war. Ich hatte selber nur zu zweien Kontakt vom Mola-Orden. Das eine war der Frederik, der kommt in dem Buch oft vor. Frederik lebt aber jetzt in Südamerika, der hat die große Liebe seines Lebens da gefunden. Und der zweite war, den Alf im Buch als Denebius beschreibt und kommt später. Und der lebt jetzt in Russland, in der Nähe von Moskau. Habe also zu dem auch keinen Kontakt mehr. Also ich habe zu den anderen, hatte ich keinen Kontakt. Könnte ich jetzt also... Die hier existieren bestimmt. Und wenn man den sucht, den Kontakt, wie müsste man den finden? Kann ich, also bin ich jetzt wirklich... Das ist genau die Frage. Ja, bin ich aber wirklich mit überfragt. So, ich denke, dann machen wir jetzt Schluss, ne? Weil wir leider um 6 raus müssen, das ist schade. Normalerweise nehme ich mir viel Zeit, aber es ging halt hier nicht anders. Ja, okay.